Hey, ich wünsche euch herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play. Wir spielen jetzt The Whispering Valley. Und es ist von den gleichen Entwicklern von dem Spiel The Whisperer. Ist quasi ein, ja, es ist ein Adventure, würde ich sagen, mit Grusel- oder Horrorelementen. Und das Besondere daran ist, es ist zwar in 3D und wir können uns umdrehen, aber wir können uns nicht frei bewegen, sondern wir müssen immer irgendwo hinklicken. Werdet ihr gleich sehen, aber The Whisperer hat mir sehr gut gefallen, war sehr spannend. Und ja, wir starten ein neues Spiel und los geht's. Ach so, den Key habe ich übrigens von den Entwicklern bekommen. Vielen Dank dafür. Nur, dass das geklärt ist. Spiel gespeichert. Also, wir können hier halt immer so hier rumgucken und haben dann halt Orte, wo wir hingehen können. Es hat geklopft. Okay. Wir stehen zuerst mal auf. Also quasi ein klassisches, ja, ein klassisches Grafik-Adventure. So, da können wir nur zum Bett wahrscheinlich wieder zurück. Ja, okay. Was haben wir noch? In die Richtung. Ja, es klopft. Ich komme. Okay, Treppe runter. Ah, da hat jemand einen Brief eingeworfen. Können wir sonst so hin? Da lang, da lang. Den können wir aufnehmen. Ein Umschlag. Ein Brief, der von Emilienne Leville gesendet wurde. Ein Parish, ein ehemaliger Priester von Saint-Monique de Mons. Der Umschlag ist versiegelt. Parish heißt doch, glaube ich, so, ne? Okay, nehmen wir mit. Der Umschlag, ich mach das mal so, wurde in dein Inventar hinzugefügt. Um dein Inventar zu öffnen, drücke Tab. Okay. Hier haben wir den Umschlag. Notes, Items, Gegenstände. Use, Inspect. Use, dann können wir den benutzen irgendwo mit. Oder wir können ihn nochmal untersuchen. Sind zwei Briefmarken drauf. Zu 8, keine Ahnung was. Da es ein französisches Spiel ist, wahrscheinlich Saint-Timé? Habe ich das richtig ausgesprochen? Okay, dann können wir hier irgendwo hin. Da geht's nur zurück. So. Naja. Tolles Poster, tolle Fahne. Ah, da sehe ich schon den Brieföffner. Okay. Um diese Ansicht zu beenden, klicke am Ende des Bildschirms auf Verlassen. Okay, alles klar. Ein Brieföffner. Ein nützliches kleines Messer, um Briefe zu öffnen. Aufnehmen. So, und jetzt können wir hier rein und können sagen Use und können damit unseren Brief öffnen. Paper Cutter has been removed from your inventory. Okay, der Brieföffner wurde von meinem Inventar entfernt. Mein lieber Freund, ich habe noch wenig Zeit übrig zum Leben. Der Grund, den ich begangen habe, ist so schrecklich, dass ich nur den Tod verdiene. Das, was ich begangen habe, ist so schrecklich, dass ich nur den Tod verdiene. Und, ich verdamme meine Parishioners zum selben Schicksal. Ich muss noch mal gucken, was Parish heißt. Wenn das jetzt so oft vorkommt, dann muss ich es vielleicht doch noch mal korrekt übersetzen. Parish, Gemeinde. Pfarrer. Ach so, ein Pfarrer. Meine Mitpfarrer quasi zum selben Schicksal. Ich hatte immer die bescheidene Vorstellung, dass ich von der Hand Gottes geleitet wurde. Aber vielleicht lag ich falsch. Ich weiß es nicht mehr. Sag deiner Gemeinde, dass sie es vermeiden sollen, Saint-Monique de Mons, dass sie das meiden sollen. Setze hier keinen Fuß herein. Und jagt nicht länger in den umherliegenden Wäldern. Lass die Natur diese Stadt übernehmen. Es wird besser für sie sein. Bete für unsere armen Sünden. Und nun und in der Stunde unseres Todes. Auf Wiedersehen. Emilien Leville.
Level. Okay. Ein Brief von Bruder Leville wurde in dein Inventar hinzugefügt. Okay. Was machen wir jetzt? Natürlich gehen wir raus, denke ich mal. Spiel gespeichert. Studio Siondor. Ja. Sind wir das wohl, der alte Mann auf dem Karren? Der jetzt natürlich in dieses Dorf reist, wo er nicht hinreisen sollte. The Whispering Valley. Mit Pierre-Luc Brion. Louis Richer. Und Denise Treudel. Treudel nicht hier so rum. Das Recording Direction und Design Diego. Das ist zu schnell. Also die Musik ist schon sehr düster. Geschrieben und Design von Olivia Leschier. Okay. Ah, wir werden vom Kutscher dahin gebracht. Kutscher. Oh, mein lieber Kutscher. Da war ein Wildschwein im Wald. Wir können auch reinzoomen. Ich höre ein Geflüster. Okay, also es sind nicht vorgerenderte Bilder, sondern es ist wirklich in einer 3D-Engine. Spiel gespeichert. Eine Pistole, ein Gewehr, ein Hut, eine Lampe. Eine Wiese. Büffel, die erschossen wurden. Haben wir das nur geträumt? Minimal lange Ladezeiten. Okay. Spiel gespeichert. Okay, wir können raus. Wir können aber auch... Wir sind da, Vater. Saint-Monique de Mont. Okay. In den letzten paar Wochen gibt es seltsame Gerüchte über dieses Dorf. Viele sind von hier geflüchtet und haben alles zurückgelassen. Wir wissen nicht warum. Ich habe gehört, es gibt eine Art von Fluch hier. Ich glaube nicht nur ein seul Wort, aber ces lieux ont quelque chose de bizarre, je le sens. Ich glaube nicht ein einziges Wort davon, aber irgendwas stimmt hier nicht mit diesem Ort. Ich kann es fühlen, meine Pferde fühlen es auch. Excusez mon père, mais je resterai pas ici depuis longtemps. Pour être franc, j'ai un peu la chienne. Entschuldige mich, Vater, aber ich werde hier nicht länger verweilen. Um ehrlich zu sein, habe ich ein bisschen Angst. Juste avant qu'on arrive, j'ai aperçu un mouvement entre les arbres. J'ai pu voir de quoi il s'agissait, mais j'ai entendu. Kurz bevor wir angekommen sind, habe ich etwas zwischen den Bäumen sich bewegen sehen. Ich konnte nicht sehen, was es war, aber was ich gehört habe, Seufzer. Allez, mouvement. Ich muss gehen. Venez demain à tomber de la nuit. Ich werde morgen Abend bei Sonnenuntergang hier sein. Faites attention à vous, mon père. Passen Sie auf sich auf, Vater. Okay. Dann steigen wir mal aus. Wolltest du nicht fahren? Das war doch nur ein Wildschwein, was da in den Wäldern war, oder? Okay.
Schön nebelig. Ein Hahn und ein Herz mit einem Kreuz. Da ist ein Haus. Sind wir von da gekommen? Nein, wir können auch nach hier. Wo können wir denn überall hin? Ah, ein Hundi! Ein Hundi. Kann man hier irgendwas machen? Hier ist ein Stein. Na gut, nur weil man überall hinkommt, heißt das nicht, dass man da wirklich was machen kann, ne? Vielleicht aber auch später. Hey, Hundi! Können wir da hin? Können aber auch in den Garten. Hinter das Haus vielleicht? Das Tor ist verschlossen. Oh, wie sollen wir da nur drüber kommen? Da scheint es aber irgendwas zu geben. Ein Hundenapf? Ja, hallo, mein Guter. Hallo. Na, was ist dein Name, Kleiner? Okay, können wir irgendwas machen? Haben wir irgendwas in unserer Tasche? Gar nichts. Ja, so ein Guter bist du, ne? So ein Guter. Na, mal sehen. Können wir dir irgendwas Gutes geben? Ah, da sitzt einer. Tito. Tito, sei ruhig. Ach, Tito ist dein Name. Je suis prêt. Pour l'amour du bon Dieu, finis-en avec moi. Okay, ich bin bereit. Bei der Liebe Gottes. Beende es. Pardon. Je croyais que vous étiez... Entschuldige. Autre chose. Ich dachte, du wärst jemand anders. Je me nomme Auguste Leblanc. Je suis le docteur du village. Mein Name ist Auguste Leblanc. Ich bin der Doktor des Dorfes. Je vous reconnais. Vous êtes le curé de Saint-Casimir, n'est-ce pas? Vous ne devriez pas être ici, mon père. Ich erkenne dich. Du bist der Gemeindepriester von Saint-Casimir. Oder nicht? Du solltest nicht hier sein, Vater. Il est trop tard pour nous sauver. Es ist zu spät, um uns zu retten. Vous cherchez notre curé, Emilien Léveillé. Il doit être en train d'attendre, comme tout le monde ici. Du suchst nach unserem Gemeindepriester, Emilien Léveillé. Er ist sicherlich am Warten, so wie jeder hier. Moi aussi. J'attends. Je n'en peux plus. Ich warte auch. Ich halte es nicht länger aus. Je vous en prie. Laissez-moi tranquille maintenant. Bitte lass mich nun allein. Okay. Du bist ein guter Junge, Tito. Ja, jetzt wissen wir seinen Namen. Abgeschlossen. Okay. Okay. Also wir können sicherlich irgendwie hier hinten das Ding irgendwann öffnen. Dazu müssen wir wahrscheinlich erstmal andere Sachen finden. Ich schätze mal, wir müssen uns erstmal ein bisschen umsehen hier im Dorf. Okay, da sind definitiv noch zwei Häuser, die wir besuchen können. Wir können auch hinter das Haus. Da ist eine Hütte. Hier geht es den Weg weiter. Abgeschlossen. Okay. J.R. Prudhomme. Marchand General. Ich denke, das heißt sowas wie Händler. Das ist ein Frosch.
auch abgeschlossen. Können wir irgendwie in die Fenster schauen? Nee, können wir nicht. Viele Häuser gibt es hier aber nicht, wie es scheint, oder? Das ist ein Baumhaus. Da ist noch ein Haus. Aha. Salmonique Inn. Was ist denn das für ein Symbol? Brauchen wir einen Schlüssel für? Abgeschlossen. Ach so, untersuchen wahrscheinlich. Ah, das ist eine Lupe. Das ist eine Lupe. Okay, gehen wir erstmal weiter. Vielleicht zu diesem kleinen Haus. Ich glaube, das ist eher für Hühner oder so. Kann das sein? Aha, da kommen wir rein. Zumindest Ladezeiten aus der Hölle. Spiel gespeichert. Okay, ist das die Hütte des Pfarrers vielleicht? Heute Nacht werde ich in die tiefsten Wälder gehen. Und ich werde nicht herauskommen. Ich kann die Folter nicht weiter ertragen. Mein Ehemann, Rudolf, hat mich einst mit unserer Nachbarin betrogen, die gegenüber der Straße wohnt, Abigail. Er hat immer ignoriert, dass ich es wusste. Es hat mich eine lange Zeit gekostet, meine Rache zu bekommen, aber jetzt werde ich sie endlich bekommen. Ich habe seinen Tee vergiftet. Wenn er versucht, zum Arzt zu gelangen, werde ich ihm an das Bett festbinden. Seine Augen wurden so traurig, als er realisiert hat, was ihn töten wird. Er wusste nicht, warum. Vielleicht hat er sogar seine Adultery of 3 decades ago vergessen. Sein Erwachsenwerden vor 3 Jahrzehnten? Adultery? Adultery. Adultery. Ehebruch. Vielleicht hat er sogar seinen Ehebruch vor 3 Dekaden vergessen. Aber nicht ich. Oh, es ist schon 30 Jahre her. Wenn ich die Flüster höre, dann ist alles, was ich sehe, seine Augen. Es tut mir leid, Rodolf. Geständnis von Ledene. Wurde in dein Inventar hinzugefügt. Eine Kerze. Eine sehr normale Kerze. Okay, damit kann ich arbeiten. Können wir irgendwie den Schrank öffnen oder so? Pfannen? Shears. Ah, eine Schafschere. Okay. Das ist wohl das Bett, an das sie ihn gebunden hat. Was haben wir denn noch hier? Was könnte man mit einer Schafschere machen? Schafwolle schneiden. Oder halt was weben. Okay. Also wir haben hier ein Webgerät. Webgerät? Ein Webstuhl. So heißt es, glaube ich. Aber keine Ahnung, was wir damit jetzt machen könnten. Brauchen wir wahrscheinlich erstmal Wolle. Das ist ein Anfang. Gehen wir mal raus. Speichert er nach jedem Bilderwechsel? Wäre mal interessant zu wissen. Ah, ich glaube immer, wenn man in das Dorf kommt, dann dauert das so lange. Game saved. Okay. Alles klar. Ah, wir haben noch ein paar Häuser vor uns. Da hinten ist die Kirche. Wahrscheinlich ist das ein guter Anfang.
Ich gucke mal bei dieser Hütte hier vorbei. Oh, wir können auch hier in die Felder gehen. Tür ist verschlossen. Angelhaken. Ein Angelhaken wurde in der Nähe des Flusses gefunden. Ist schon gruselig hier. Natürlich kommen wir auch bei Nacht an, ne? Es war nur ein Wildschwein oder ein Reh oder so. Nichts, über was man sich Sorgen machen müsste. Fliegen auch ein paar Krähen durch die Luft. Alles gut. Aha. Ja, da waren wir, glaube ich, gerade. Haben diesen Angelhaken mitgenommen. Ich glaube, unsere Taschen sind unendlich. Wir können also einiges mitnehmen. Bedard and Fields. Hm. Und da ist auch noch ein kleines Häuschen. Können wir zu diesem Brunnen? Aha, ah, okay. Die Kurbel von dem Brunnen fehlt. Vielleicht können wir den Brunnen dann hochkurbeln, wenn wir das finden. Oh mein Gott! Der Kadaver eines Schweins. Es sieht aus, als ob sie verhungert sind. Ein Schaf! Ein junges Schaf. So weit weg, um es... um da dran zu kommen. Können wir jetzt nicht in die Schafschere nehmen? Geht nicht, ne? He's too agitated for me to approach. Okay. Was heißt agitated? Ach, schon wieder, ey. Agitiert. In Aufruhr. Okay, nervös. Aufgeregt. Zu aufgeregt. Zu aufgeregt, um an ihn ranzukommen. Okay, vielleicht muss ich ihm was hier in den Napf legen. Was fressen Schafe denn so? Gras wahrscheinlich. Vielleicht muss ich Gras schneiden mit meiner Schere. Erstmal. Hm. Aha. Können wir mit der reden? Robertin. Ma pauvre Robertin. Robertin. Mein armer Robertin. C'est qui là? Qui êtes-vous? Wer ist das? Wer ist da? Wer bist du? Vous êtes le curé du village voisin, c'est ça? J'imagine que vous êtes ici pour l'appel éveillé. Mais pour l'amour du bon Dieu, aidez-moi. Du bist der Priester des Nachbardorfes. Oder etwa nicht? Ich denke, du bist hier wegen Vater Leville. Aber bitte hilf mir. Moi, je m'appelle Ophélie La Liberté. Ma fille Robertine a disparu. Mein Name ist Ophélie Liberté. Meine Tochter Robertine, sie ist verschwunden. Ça fait plusieurs nuits que les murmures la tiennent éveillée. Moi, j'ai tout fait pour la protéger, mais là, j'ai tellement peur qu'elle les aille écouter. Die Flüsterer haben sie für mehrere Nächte wachgehalten. Ich habe alles getan, um sie zu beschützen, aber ich fürchte, dass sie aufgegeben hat oder nachgegeben hat. Il y a quelques heures, elle a quitté la maison avec une valise. Mais c'est pas la première fois qu'elle fait ça. Mais revient tout le temps avant le coucher du soleil. Vor ein paar Stunden hat sie das Haus verlassen mit einem Aktenkoffer. Es ist nicht das erste Mal, dass sie das getan hat. Sie kommt sonst immer zurück, bevor die Sonne untergeht. Mais cette fois-ci, elle agissait tellement bizarre. Plus bizarre qu'à l'accoutumée, ses yeux étaient comme vides. Aber dieses Mal hat sie sich noch seltsamer verhalten als sonst. Ihre Augen waren so leer.
Il y a 4 jours, elle s'est rendue au magasin général pour poster une lettre. Elle y a peut-être inscrit quelque chose, je sais pas moi, un indice de quelque sorte. Puis la lettre, elle devrait être encore là. Vor 4 Tagen ging sie zum zum Gemischtwarenladen, um einen Brief wegzuschicken. Sie hat da vielleicht einen Hinweis von irgendeiner Art draufgeschrieben. Der Brief sollte immer noch da sein. Marchand General, ça a déjà été un ami proche. Il s'appelle Joseph Prudhomme. Moi, j'ai encore une clé de son magasin. Der Besitzer des Gemischtwarenladens war mal ein guter Freund. Sein Name ist Joseph Prudhomme. Ich habe immer noch einen Schlüssel zu seinem Laden. Prenez-la, mon père, puis ramenez-moi cette lettre-là. Dépêchez-vous, s'il vous plaît, avant que ma Robertine se fasse du mal. Nimm ihn, Vater, und bring mir diesen Brief. Beeil dich, bevor meine Robertine sich selbst verletzt. General Storky. Ein Schlüssel, um die Vordertür des Gemischtwarenladens zu öffnen. Von Madame Liberté erhalten. Okay, wir können anscheinend immer nur zum Fenster dann reden. Okay, dann würde ich sagen, gehen wir erstmal zum Gemischtwarenladen zurück. Das müsste der da hinten sein. Saint-Monique Inn. Nee, warte mal. Ich habe den irgendwo gesehen. Marchand General. Marchand General. Ist das nicht der Händler? Ist das... Versuchen wir das mal. Der Gemischtwarenladenschlüssel wurde entfernt. Ja, ja. Muss ja erstmal wissen, dass das der Laden ist. Aber Merchant ist ja ein Händler. Deswegen habe ich mir das so zusammengereimt, ne? Oh. Spiel gespeichert. Okay. Gurken. Können wir der verrückten Gurkenlady mitgeben? Okay, da sind noch Schweinehaxen, Kartoffeln, Plattenspieler, Brot, Flaschen. Was ist das für eine Figur? Und Telefon sogar. Ich weiß gar nicht, oh, Katze! Ja, hallo? Was ist denn dein Name, Kätzchen? Können wir hier irgendwas mitnehmen? Finde ich voll cool, dass wir hier Tiere streicheln können. Okay, hier ist ein Brief. Mr. Prudhomme. Meine allerliebsten Entschuldigungen, dass ich nicht fähig war, meine Miete zu zahlen. Als ich die Möglichkeit hatte, das Dorf zu verlassen, als ich das ergeben hatte, habe ich sie ohne Zögerung wahrgenommen. Also die Gelegenheit. Aber beruhigen Sie sich. Ich habe mich darum gekümmert und habe ihr Geld hinterlassen. Es ist in dem Safe von der Kneipe. Ja. Ich habe sogar die Kombination für dich verändert. Ich war allerdings vorausschauend, die Kombination nicht in diesen Brief zu schreiben. Aber ich bin mir sicher, dass es in deine Erinnerung eingebrannt ist. Du hast sie so oft gehört. Möge die Jungfrau Maria dir vergeben. Gilbert Gautier. Okay. Mr. Prudhomme. Wir brauchen also die Safe-Kombination von Mr. Prudhomme. Und ich glaube, hier können wir die nochmal lesen. Okay. Okay, alles klar. Knatsch, knatsch. Hier können wir auf jeden Fall hin. Aha. Es gibt keine Schallplatte auf dem Grammophon. Das heißt, hier können wir eine Schallplatte abspielen. Büro, Postbüro. Aha.
Post Office. Aber ich gucke mich erstmal hier um. Ich weiß gar nicht, ob wir in dem Spiel auch sterben können, ehrlich gesagt. Ah. Phonographic Record. Eine Schallplatte, in der Hail Mary, Heilige Maria, eingraviert ist. Sie wurde oft abgespielt von seinem Besitzer. Ah, dann ist das wahrscheinlich der Hinweis für das Passwort. Hier liegen Körner. Aha. Streichholzschachtel von E.B. Eddy. Brand Matches. Sie ist voll. Also wir können was anzünden. Milch ist das hier, wie es scheint. Okay, gibt es hier noch irgendwie was? Temperance. Heißt es Temperament? Das ist wirklich dunkel. Wir können sogar... Da jemand oben. Okay, das ist so creepy. Ich weiß nicht, ob da jemand rein... Okay, okay. Ich gehe erstmal ins Post Office. Natürlich abgeschlossen. Wie kann es auch anders sein? Dann spielen wir mal diese Schallplatte ab. Okay, ich denke mal, das ist, wie oft die Platte springt, das ist der Code. Da müssen wir nochmal anhören. Gut hinhören. Hier würde ich sagen. Okay. Wir lassen sie mal drauf. Und gehen mal die Treppe rauf. Hallo. Du, was machst du in meinem Laden? Es ist Madame la Liberté, die vous a donné la clé. Sie dit comme ça que patience. Falls Madame Labirité dir den Schlüssel gegeben hat, sag ihr, dass sie mich in Ruhe lassen soll. Du willst in die Post? Warum willst du in das Postgebäude betreten zu dieser Stunde? Die Tür ist abgeschlossen. Falls du den Schlüssel willst, musst du dafür bezahlen. $2... Und kein bisschen weniger. Attendez. À bien y penser, j'ai un petit job pour vous. Je vous donnerai la clé en guise de paiement. Obwohl, warte mal. Wenn ich darüber nachdenke, habe ich einen kleinen Job für dich. Ich gebe dir den Schlüssel als Bezahlung. L'auberge d'en face est abandonnée depuis le mois dernier. La place m'appartient. Le tenancier a quitté le village au beau milieu de la nuit, mais...
gars a oublié de me payer son loyer. Il me doit beaucoup d'argent. Die Kneipe gegenüber von der Straße ist schon seit ein paar Monaten verlassen. Der Ort gehört mir, aber der Mieter hat das Dorf mitten in der Nacht verlassen. Er hat vergessen, mir seine Miete zu zahlen. Er schuldet mir eine Menge Geld. Cherche une lettre, m'informant que mon loyer avait été laissé dans le coffre-fort de l'auberge. Mutandit, il a changé sa combinaison sans me le dire. Ich habe einen Brief bekommen, in dem drin steht, dass meine Miete in einem Safe in der Kneipe hinterlassen wurde. Aber er hat die Kombination geändert, ohne es mir zu sagen. Trouvez une façon d'ouvrir le coffre et je vous donnerai la clé du bureau de poste. Finde einen Weg, den Safe zu öffnen, und ich gebe dir den Schlüssel zum Post Office. La lettre doit être à côté de mon shopping shop sur la table. Vous devriez la lire. Der Brief sollte neben meiner Katze Bishop auf dem Tisch liegen. Du solltest ihn lesen. Habe ich schon gemacht. Okay, wir haben den Schlüssel für die Kneipe. Jetzt wissen wir auch, wie die Katze heißt. Bishop? Hallo, Bishop. Du bist wunderschön, Bishop. Alles klar. Gut. Dann gehen wir mal zum Inn. Wir sollten möglichst effizient arbeiten, wenn wir die Räume betreten und verlassen, damit wir nicht so lange Ladezeiten haben. Das würde echt eine Menge sparen. Ich hoffe, der Code ist jetzt der richtige. Aber es kann sich ja nur irgendwie um diese Kombination handeln. Vielleicht dann mal ein weniger oder mehr oder so. Aber sollte schon funktionieren. Okay. Gut. Ich muss jetzt eher eine kleine Aufnahmepause machen, mal wieder. Ich habe nicht immer so viel Zeit zum Aufnehmen. Aber da das ja ein Einteiler für euch ist und das Spiel jetzt gespielt wird. Ach, es ist zu dunkel. Wir brauchen eine Lichtquelle. Ja, dann machen wir auf jeden Fall gleich weiter. Bis gleich. So, da bin ich wieder. Bevor wir uns hier weiter umgucken können, da hinten steht noch ein Rabe, müssen wir erstmal wieder rausgehen. Denn, ohne Licht kommen wir hier nicht weiter, wie wir gerade gehört haben. Für mich ist das jetzt schon wieder ein Tag her oder zwei. Ah, ihr habt so gut, dass ihr das am Stück gucken könnt, ey. Ich wünschte, ich könnte auch mal länger aufnehmen, aber es ist halt nicht immer möglich. Okay, wir sind wieder draußen. Game saved und, das war jetzt der General Store, ne? Soweit ich weiß. Ich muss noch mal gucken. Das heißt, wir brauchen erstmal ein Licht. Das heißt, wir gehen mal in die Richtung weiter. Jetzt ist der Rabe da. Verfolgt der mich? Der ist auch im Intro dabei gewesen. Also irgendwas hat der Rabe bestimmt noch zu bedeuten. So, ich muss jetzt mal eben überlegen. Waren wir hier schon irgendwie drin? Da ist der Brunnen, wo wir den Hebel für brauchen. Ich glaube, da war die, die das mit dem Post Office gesagt hat. Das heißt, hier waren wir noch nicht. Da können wir auch noch runtergehen. Und hier ist die Kirche. Und ich befürchte, das war es jetzt auch schon. Oh, einen Friedhof haben wir auch noch. Aber ich würde sagen, wir gehen erstmal in die Kirche. Und gucken, was, ob der Pfarrer da ist. Ob wir irgendwas mehr herausfinden. Oh, Entschuldigung. Das kommt, wenn man Cola trinkt vom Aufnehmen. Hier sieht es aber auch so dunkel aus. Oh, da sind zumindest Lichter. Oh, es ist wirklich sehr dunkel. Es ist einfach zu dunkel. Oh, da geht es auch runter, aber ja, ohne Licht können wir hier wahrscheinlich auch nicht weiter. Das heißt, wir müssen uns erstmal woanders umsehen. Wo könnten wir denn so ein Licht kriegen? Ja gut, ein Haus war da noch. Und natürlich der Friedhof.
Fortunate Pauline. 1798 bis 1871. Also ich denke, ich hätte jetzt auch so geschätzt, dass es so um die Jahrhundertwende spielt. Wahrscheinlich eher Ende 1800 irgendwas als Anfang 1900. Könnte mir vorstellen, dass wir hier am Grab, an den Gräbern noch was rausfinden müssen irgendwann. Aber wir gehen jetzt erstmal zu dem roten Haus da vorne. Dieses hier. Zumindest hängt da eine Kerze. Vielleicht können wir die nehmen. Nee, schade. So viel Glück haben wir nicht. Kommen wir denn da rein? Abgeschlossen. Okay. Kommen wir um das Haus irgendwie rum? Wo führt denn dieser Weg hin? Da ist auch noch ein Haus, oder? Da leuchtet was. Was ist da? Ein Kerzenhalter. Okay. Jetzt brauche ich nur noch eine Kerze. Jetzt brauche ich nur noch eine... Ich habe eine Kerze. Combine. Und Streichhölzer habe ich auch. Use. Können wir sagen equipped vielleicht? Combine, equipped. Candle Holder has been equipped. Drücke F, um ihn zu benutzen. Ja! So wird ein Schuh draus. Ja, das ist ein anderes Haus hier. Ein Haus am Fluss. Door is locked. Können wir dann nach außen rum? Brauchen wahrscheinlich so einige Schlüssel, ne? Jetzt können wir auf jeden Fall... Sollen wir jetzt zuerst in die Kirche oder in den General Store? Ich glaube, wir gehen jetzt in die Kirche, wenn wir schon mal hier sind. Ich musste gerade so aufstoßen, weil ich mir jetzt mal wieder ein Gläschen zuckerfreie Cola genehmige hier. Es ist, der Reichtum ist ausgebrochen. Kein Wasser mehr. So. Ach so. Sehr gut. Sehr gut. Guck mal. Dynamische Beleuchtung. Da ist der Beichtstuhl. Aha. Eine Bibelseite. Rausgerissen. Eine rausgerissene Seite der Heiligen Bibel. Zwei Rechtecke wurden rausgeschnitten. Okay. Ah, können wir wahrscheinlich irgendwas mit lesen? Irgendeinen Hinweis. Ich könnte mir vorstellen, vielleicht den Hinweis, den wir in dem Brief vielleicht finden. Kann ich hier diesen Kelch irgendwie nehmen? Kann ich bei der Maria was machen? Wir können aber anscheinend hier in den Keller. Oha. Abgeschlossen, natürlich. Wie sollte es auch anders sein? Okay, wir haben zumindest diese Seite. Dann gehen wir jetzt mal in den General Store. So denn die Ladegötter es zulassen. Das Gute ist, wir sind ziemlich schnell so. Ja, wenn man weiß, wo man hin will, ist man schnell da, hat aber auch diese Ladezeiten. Okay, alles klar. Da ist immer noch dieser Rabe. Gehen wir hier in die Ecke. Oh, ein Klavier. Können wir das spielen? Tatsächlich. Warte mal. W-
Was denn noch? Bei zwei sagt's Knick. Aber ich denke mal, wir brauchen erst einen Hinweis für dieses Klavier. Okay, wir müssen den Safe finden. Wir haben eine Aufgabe. Wir sind ja nicht umsonst hier. Das Fenster ist kaputt. Wir sind ja nicht umsonst hier. Wo könnte sich... Oh. Die Tür des Kellers ist verkettet. Okay, Travel Expense 5 Dollar. Wartungskosten 7 Dollar. Weitere Kosten 12 Dollar. Insgesamt 24 Dollar. Mr. Gauthier. Ihr Piano wurde gestimmt. Ich habe auch ihren seltsamen, seltsames, ja, Request, Verlangen, ausgeführt, Wunsch ausgeführt. Als ein Stimmer muss ich Ihnen Rat geben, dass diese Änderungen an der Mechanik, ihre Probleme mit sich bringen werden. Die stillen Noten werden den Musiker wahrscheinlich verärgern, der an dem Piano sitzt. Konnten Sie nicht den Schlüssel woanders verstecken? Vielleicht unter Ihrer Theke oder hinter irgendwelchen Flaschen? Wie auch immer. Tun Sie, was Sie wollen mit Ihrem Geld. Kontaktieren Sie mich, falls Sie Änderungen vorhaben. Ah ja. Okay, das war der dezente Hinweis, dass die Tasten einen Schlüssel verbergen sollen. Die Frage ist jetzt nur, welche Reihenfolge. Vielleicht finden wir da auch noch was zu. Ich dachte, wir könnten irgendwie noch zur linken Seite, aber das geht anscheinend nicht. Also es sind ja anscheinend zwei. Die kann ja nur mit den Zweien sein. Nur wahrscheinlich in irgendeiner Reihenfolge oder so. Das wäre jetzt gut zu wissen. Hoch kommen wir nicht, aber hier kommen wir rein. Starting a fire requires... Ah, okay. Ein Feuer machen. Ah, da ist der Safe. Eine Haxe voller Maden. Hier ist der Safe. Und der Code war wie folgt, wenn ich das richtig habe. 264. Zwei, sechs, vier. Tja. Oder drei, sieben, fünf. Ich war mir so sicher, dass 264 ist. Oder 153. Kommt auf die Wiederholung drauf an. Wie man das jetzt sieht. Muss ich hier noch irgendwo klicken? Boah, dann müssen wir mal zurück. Aber ich bin mir so sicher, dass das der Code war. Können wir die Kartoffeln irgendwie mitnehmen? Da tropft es rein. Tja, der Schlüssel am Klavier. Aber woher wissen wir, welche Tasten wir drücken müssen? In welcher Reihenfolge? War da nicht eine Tür? Gibt es sonst am Klavier irgendwo einen Hinweis? Da ist auch ein Knopf, wie es scheint. Tja, wie genau das funktioniert? Keine Ahnung. Da müssen wir wohl auf weitere Hinweise warten. Muss ich mir diese scheiß Platte nochmal anhören. Ich war mir sicher, der Code war 264.
Tja. Das war in diesem Post Office, ne? Schräg gegenüber. Jetzt haben wir zumindest eine Platte. Vielleicht eine Kerze, um da mehr zu sehen vielleicht. Aber vielleicht steht ja auch was auf der Platte. Das wollte ich sagen. Obwohl hier ist eigentlich... Hier ist überall genug Licht. Hail Mary. Nochmal hören. Ein weiteres Mal. Jetzt kommen wir auf 253, wenn man nur diese Kratzer mitnimmt. Ja, 253. So muss es sein. So muss es sein. Also was anderes wüsste ich jetzt auch nicht. Ansonsten hätten wir die Wiederholungen. 364. Da habe ich irgendwie so eine Kombi gemacht mit 264. Da habe ich den ersten wahrscheinlich die Kratzer genommen und dann die Wiederholungen. Ja. Es ist alles nicht so einfach mit mir. Zu weit. Aber die Ladezeiten, die killen schon die Atmosphäre, das muss ich sagen. Wäre besser, wenn die nicht da wären. Aber vielleicht wird sich im Laufe des Spiels nicht so viel Rumgerenne sein, dass es dann vielleicht besser wird mit den Ladezeiten. Also, 2... 5, 3, aha, es ist kein Geld da, Mr. Proudhom, du wirst dein Geld hier nicht finden, ich schulde dir gar nichts, nicht mal einen Penny, sie halten die Verantwortung für das Unglück, das das Dorf heimsucht, nur wegen ihrer großen Klappe musste ich mein Leben in Saint-Monique-des-Monts aufgeben. Genauso wie mein Gewerbe. Du wirst niemals wieder mein Gesicht sehen. Auch nicht die Farbe von deinem Geld. Mir wurde gesagt, dass du auch die Flüsterer hörst. Und die Flüster. Gut gemacht. Ich wünsche dir ein schmerzvolles Ende. Aber ich zweifle... dass es so schrecklich sein wird wie das von René. Mit Grüße, Gilbert. Okay. Wurde in dein Inventar. Ja, gut. Können wir ihm natürlich bringen, aber ich befürchte, er will sein Geld haben. Aber wir versuchen es mal. Boah, dieser Spiegel hier, ey. Wir bringen ihm mal den Zettel. Ich glaube aber nicht, dass das... Obwohl er hat ja gesagt, bring mir nur den Inhalt von dem Safe. Und ich bring mir das Geld, oder? Vielleicht kommen wir ja trotzdem an den Brief. Das wäre eine Möglichkeit. Okay. Bei den Ladezeiten bricht die Framerate immer ein. Das ist ja echt kacke. Oh oh. Ich glaube, das war der mit dem Hund. Oh nein. Dr. LeBlanc. Er hat sich selbst ermordet. Können wir irgendwas tun hier? Ach, mein Armer.
Armes Hundi. Abgeschlossen. Wie kommen wir denn da rein? Haben wir irgendwas, was wir hier... Er zeigt auf irgendwas. Er zeigt da recht. Also sieht so aus, als ob er auf irgendwas zeigt. Wir müssen irgendwie da rein, aber wie? Ich bin mir sicher, wir kriegen hier so ein Dingen kriegen wir. So ein Bolzenschneider. Und dann können wir wahrscheinlich an den Hund kommen. Weil da war, glaube ich, Hundefutter, Knochen oder irgendwie sowas. Und können dann sicherlich da rein. Aber jetzt erstmal den Brief abliefern. Was anderes können wir jetzt, glaube ich, nicht machen. Was die wohl mit Flüsterer meinen? Gibt es hier eigentlich noch irgendwas von Interesse? Nein. Seufzt. Ce qu'il a écrit est faux. C'est pas moi le responsable. Was er schreibt, ist falsch. Ich bin nicht dafür verantwortlich. J'ai rien à voir là-dedans. Ich habe damit nichts zu tun. Prenez votre satané clé puis laissez-moi tranquille. Nimm deinen verdammten Schlüssel und lass mich in Ruhe. Schlüssel von der Post. Können wir nochmal mit ihm reden? Du hast jetzt deinen Schlüssel, geh jetzt weg. Okay. Dann schauen wir mal, ne? Was wir hier so finden. Briefe, aber ich denke, das ist der Brief, den wir suchen. Ein leerer Briefumschlag. Ein geöffneter Briefumschlag. Mit Robertine La Liberté als Absender. Der Empfänger ist André Bernand aus Montreal. Aber wo ist der Brief? Wo ist der Brief? Hier ist der Brief vielleicht. Der Postmaster, also der Postangestellte von Saint-Monique de Mons. Wir möchten Sie informieren, dass wir mit sofortiger Wirkung die Auslieferung von Briefen in der Stadt, in dem Dorf stoppen. Wir können die Gründe nicht erklären für die Unterbrechung. Der Postbote, der Ihrem Sektor zugewiesen wurde, lehnt kategorisch ab, nach Saint-Monique-de-Mons zu kommen. Der Dienst wird so schnell wie möglich wiederhergestellt werden. In der Zwischenzeit empfehlen wir, dass Sie zum Postamt von Saint-Casimir gehen, um Ihre Briefe zu versenden und zu empfangen. Freundlichen Grüßen, cher Serge, va de bonjour, Regional Directeur von Portneuf, Post Office Department. Ja, ich werde perfektes Französisch sprechen, wenn ich hiermit durch bin. Alles klar. Gut. Dann gehen wir mal zurück. Ah, da liegt ja auch noch ein Brief. Achso, den hatten wir genommen. Können wir das Spielzeug nehmen? Ah, Bishop. Alles klar. Scheinbar können wir auch noch Feuer machen in dieser, da wo das safe war. Wird vielleicht noch wichtig. Jetzt gehen wir erstmal zu der Frau und erzählen ihr, dass wir nichts gefunden haben. Obwohl, vielleicht kann man hier irgendwas auf dem Brief entdecken. Vielleicht müssen wir diese Seite noch drauflegen. Weil es scheint ja so eine Art, sag mal schnell... Das Ding, ne? Inspect. Ja, nichts, was wir irgendwie nutzen können. Combine, können wir es vielleicht damit kombinieren? Ne, können wir nicht. Streichhölzer, Angelhaken.
Angelhaken. Was können wir mit dem Angelhaken machen? Irgendwas angeln wahrscheinlich. Vielleicht müssen wir einen Faden spinnen. Spinnen. So, warte mal. Wir müssen zur Dingens zurück. Genau, dahin. Nee, nicht dahin. Da kann man auch nicht rüber. Aber hier müsste die Frau wohnen, die, mit der Mann von da, der Frau, die da gewohnt hat, betrogen hat. So, da müssen wir hin. Und mit ihr reden. Der leere Umschlag wurde von deinem Inventar entfernt. Das ist der Brief, aber er wurde geöffnet. Ça peut juste être Joseph. Ce sera pas la première fois qu'il agit mal avec ma fille. Das kann nur Joseph gewesen sein. Wenn ich das erste Mal, dass er unanständig mit meiner Tochter umgegangen wäre. Parce qu'il était enfant, il était bien doux avec elle. Albertine, il aimait comme un deuxième père. Nous autres aussi, on l'aimait. C'est un ami de la famille. Als sie noch ein Kind war, war er sehr freundlich zu ihr. Und Robertine hat ihn fast geliebt wie einen zweiten Vater. Und wir haben ihn auch geliebt. Er war ein Familienfreund. Plus qu'il vieillissait, plus Joseph agissait bizarre autour d'elle. Fois même, il disait des drôles d'affaires, puis ça venait inquiétant. Fait qu'on a coupé les liens avec lui, parce qu'on avait peur pour notre fille. Aber je älter sie wurde, umso seltsamer hat sich Joseph benommen in ihrer Nähe. Manchmal sagte er Worte, die nicht passend waren. Wir fingen an, uns Sorgen zu machen. Deswegen haben wir den Kontakt abgebrochen, aus Angst für unsere Tochter. Il est toujours resté dans le portrait, après tout, c'est le marchand général. Aber er bleibt immer noch im Bilde. Nach all dem ist er immer noch der Besitzer des General Marchand, also dieses Handels. Mais il a jamais voulu donner. Jamais. Sobald sie das Alter erreicht hatte, hat er meinen Ehemann um ihre Hand gebeten. Aber er wollte sie niemals ihr geben. Niemals. Mon mari, c'était un homme bon. Il aimait notre fille. Il voulait juste son bonheur. Il savait que Robertine voulait se marier à son amoureux André. Mein Ehemann war ein guter Mann. Er hat unsere Tochter geliebt. Er wollte nur, dass sie glücklich ist. Er wusste, dass Robertine eigentlich ihre Liebe André heiraten wollte. L'an passé, après la mort de mon mari, des rumeurs ont commencé à se répandre à propos de Robertine. Letztes Jahr, nachdem mein Ehemann gestorben ist, fingen an, Gerüchte über Robertine herumzugehen. Moi, là, j'ai toujours pensé que c'était Joseph Prudhomme qui avait parti ça. Ich habe Joseph Prudhomme immer dazu verdächtigt, dass er die Quelle dieser Gerüchte ist. Ich war nicht überrascht, zu erfahren, dass er seinen Courrier hat. Ich habe eine Gedanke, das inspiriert bien des affaires. Es würde mich nicht wundern, wenn herauskommt, dass er Robertines Briefe liest. Denk mal darüber nach. Das würde eine Menge Dinge erklären. Diese Lettre-là, on la retrouvera jamais. Prudhomme doit l'avoir, mais il l'avouera pas. C'est pas une partie. Dieser Brief, wir werden ihn niemals finden. Prudhomme muss ihn haben, aber er wird es niemals zugeben. Es ist quasi eine Sackgasse. Falls du Robertine siehst, sag ihr einfach, sie soll nach Hause kommen. Tja, was machen wir denn jetzt? Können wir nochmal zum Händler gehen? Ja, irgendwie müssen wir auch noch zum Schaf kommen. Was haben wir denn noch so? Mit dem Haken kommen wir sicherlich nicht weiter. Und den Hund. Wir müssen ja irgendwie da reinkommen. Da, wo der Hund ist. Ich versuche aber trotzdem nochmal mit ihm zu reden und ihn irgendwie darauf anzusprechen. Vielleicht rückt er den Brief ja trotzdem raus.
Aber ich denke mal, das ist wirklich eine Sackgasse, so wie sie sagt. Aber was könnte ich denn hier noch gebrauchen? Ich könnte halt so einen Bolzenschneider gebrauchen. Aber es scheint einfach nur ein Lebensmittelladen zu sein. Wo könnte es einen Bolzenschneider geben? Du hast deinen Schlüssel jetzt, geh. Können wir ihn auf den, den Brief können wir nicht reden, ne? Tja, okay. Da kommen wir nicht weiter. Dann müssen wir nochmal ein bisschen uns in der Stadt umsehen. Ich wüsste jetzt nicht mal wohin. Steht noch so ein Karren. Vielleicht können wir da ja irgendwie hin. Wo könnte es das... Das ist also die Kneipe. Wo könnte es Werkzeug geben? Es müsste so ein Werkzeugladen geben. Und was könnte ich mit dem Angelhaken machen? Außer Angeln. Ich könnte mir vorstellen, dass ich das Schaf scheren muss für Wolle. Jetzt, warte mal. Vielleicht können wir da irgendwie rein. Tür ist verrammelt. Das sieht doch irgendwie aus, als ob es da Werkzeuge gibt, oder? Aber da können wir auch nicht seitlich irgendwie rein, ne? Wir haben auch nichts, um diese Werkzeuge zu öffnen. Und da können wir auch nicht hin. Auch nicht seitlich. Hier geht es nur den Weg runter. Zum Fluss, wo ich die Kerze gefunden habe. Ein Kerzenhalter. Und hier kommt man noch zu diesem Haus. Aber auch zu. Wer auch immer hier gewohnt hat. Weiter geht's da nicht. Dann kommen wir hier noch zur Kirche. Und das war's dann auch schon. Und zum Friedhof. Irgendwas bei diesen Gräbern. Das Gefühl, dass wir dann vielleicht doch nochmal beim Hund gucken müssen. Wo können wir das vielleicht irgendwie als Haken nehmen? Oder das? Eher unwahrscheinlich. Wie können wir das irgendwie beruhigen? Können wir gar nicht beruhigen. Nur mit Essen, schätze ich mal. Wir brauchen Werkzeug, verdammte Kante. Aber woher? Hier noch ums Haus rum oder so? Seitlich?
Mal beim Bett gucken. Sie hat ja gesagt, sie hat ihn festgebunden. Vielleicht ist er noch, sind da noch Seile oder so. Aber ich glaube, beim Bett selber konnten wir nichts machen. Hier war das Geständnis drin. Na, da kommen wir nur dahin. Dann nochmal beim Hund gucken. Irgendwie müssen wir da reinkommen. Vielleicht können wir da doch mit dem Angelhaken arbeiten oder so. Weil so viel haben wir jetzt gar nicht. Oder halt das Geheimnis mit dem Klavier irgendwie lösen. Aber wie? Wie lösen wir das Geheimnis mit dem Klavier? Es muss doch irgendwo einen Hinweis geben. Dass er irgendeinen Schlüssel da versteckt hat. Wie hängt das alles zusammen? Tuners Invoice, die Rechnung des Stimmers. Piano wurde gestimmt. Ich habe auch ihren seltsamen Wunsch gemacht. Als ein Stimmer, das ist mechanische Änderung. Also Reisekosten 5 Dollar, Wartung 7 Dollar, zusätzlich 12 Dollar, insgesamt 24 Dollar. Hat das was mit den weißen und den schwarzen Vögeln zu tun? Eins, zwei, eins, eins vielleicht. Schwarz, schwarze Taste. Weiße Taste. Das wäre dann weiß, schwarz, schwarz, weiß, schwarz. Ah, tatsächlich, das ist die Lösung. Etwas ist auf den Boden gefallen. Der Schlüssel zum Keller. Alles klar. Use. Also die Hinweise sind schon versteckt, ne? Mal sehen. Lass doch mal irgendwas hier, was nützlich ist. Eine alte Zeitung. Sie ist schon einige Monate alt. Was, mehr als Zeitung finden wir hier nicht? Inspect. Müssen wir da vielleicht was drauflegen? Combine. Das ist es nicht. Was sollen wir denn mit einer alten Zeitung machen? Hier muss es doch noch mehr geben. Können wir jetzt nur vorstellen, dass wir sie verbrennen können. Aber was haben wir davon, wenn wir sie verbrennen? Starting a fire requires wood and paper. Okay, Paper haben wir. Holz brauchen wir noch. Holz bräuchten wir noch. Also sind wir nur in den Keller, weil wir... Weil wir eine alte Zeitung brauchten? Wir brauchen irgendwie Holz. Ach, das Nest? Das war das Rabennest. Interessant. Man
Okay, gehen wir jetzt nochmal raus Richtung Hund. Wir müssen Feuer machen, um irgendwas da zu erwärmen oder so. Können wir noch irgendwie hinters Haus? Auch nicht. Da ist der Garten. Da ist die Hütte. Da ist der Hund. Okay, was zum Teufel? Wo ist der Hund? Hier ist immer noch die Kette vor. Wo ist die Leiche? Was zum Teufel? Aber es ist immer noch abgeschlossen. Können wir das nicht irgendjemandem sagen? Nichts, was wir hier machen können. Oh, warte mal. Ah. Dr. LeBlanc's Key. Schlüssel. Aha, der hat sich hierher geschleppt? Hat der sich hierher geschleppt? Können wir hier noch irgendwas machen? So kommen wir auf jeden Fall ins Haus rein. Wie hat er es geschafft, nachdem er sich erschossen hat, rauszuschleppen? Oder hat ihn jemand rausgeschleppt? Vielleicht war es auch der Hund. Übel. Da liegt noch die Waffe. Also er hat sich erschossen. Er hat sich selber nicht mehr rausgeschleppt. Es war vielleicht der Hund oder irgendjemand anders. Ist noch ein Feuer, aber kein Holz. Ein Versteck. Ist etwas Leuchtendes, aber ich kann es nicht erreichen. Ah, dafür brauche ich den. Dafür brauche ich den Haken. Reicht der aus? Er reicht nicht aus. Ich brauche ein Seil für den Haken. Da brauche ich wahrscheinlich Wolle vom Schaf. Ich muss also das Schaf irgendwie ruhig stellen. Eine leere Flasche von Arsen. Arsen. Hat er sich jetzt vergiftet oder hat er sich erschossen? Okay, da hinten scheint eine Küche zu sein. Vielleicht finden wir ja hier was. Eine Mausefalle. Der Revolver, der von Dr. LeBlanc benutzt wurde, um sein Leben, sein eigenes Leben zu tun. Er ist leer. Schön creepy. Robertine. Ich kann mich nicht genug bei dir entschuldigen. Ich habe mein Versprochen gebrochen. Ich habe versagt für dich. Renés Blut ist an meinen Händen, nicht an deinen. Ich habe den Flüsterern so lange wie ich konnte widerstanden. Ich wollte nicht gehen, bevor du es getan hast, aber ich werde ein Feigling sein bis zum Ende. Ich hoffe, dass du, Spare ist doch eigentlich Ersatz. Dass das ein Ersatz oder ein Ersatz für dich sein wird? Oder dass es ein Trost für dich sein wird? Ein Trost vielleicht. Okay. Ah.
Der Schlüssel zum Garten. Ah, dann kriegen wir im Garten was zu essen. Ja, jetzt wird ein Schuh draus, du. Ich, in meinem Kopf formt sich, was wir tun müssen. Denke ich. Okay, hier ist nichts mehr. Hier ist nichts mehr. Wir können auch hochgehen. Ein Bett, eine Truhe. Hier ist auch Blut am Bett. Warum ist hier Blut am Bett? Ach so, es ist ein Arzt. Vielleicht hat er ja jemanden behandelt. Mein lieber oder meine liebe August, ich muss gestehen, dass dein letzter Brief mich erreicht hat. Oder Appeal. Ja, Appeal heißt eigentlich bewerben. Dass dein letzter Brief mich vielleicht gepackt hat. So in der Übersetzung. Die Tragödie, die dich betrifft, ist verstörend. In meiner gesamten Karriere habe ich selten eine solche Geschichte gehört. Aber du musst darüber hinwegkommen. Du bist nicht verantwortlich dafür. Du bist nur quasi den Regeln der Gesetze und denen der Menschlichkeit gefolgt. Und es war deine Pflicht, dich so zu verhalten. Ich habe nur einen einzigen Rat für dich. Hör auf, darüber nachzudenken und fokussiere dich auf deine Patienten. Sie brauchen ihren Arzt bei voller Kapazität. Ja, alles Liebe, Dr. Cyprien Lachance. August, achso, das war der Arzt. Er hat also irgendwas gemacht, was ihn fertig gemacht hat. Vielleicht musste er über Leben und Tod entscheiden oder so. Dr. Leblancs Tagebuch. Ein Eintrag. Was? Kann ich hier irgendwie was machen? Vielleicht muss ich das hier drauflegen. Auch nicht. Müssen wir mal gucken, ob es jetzt... Routine seems to have been encrypted. I cannot read it with a cipher. Ah, okay. Ein Eintrag über Robertine scheint verschlüsselt zu sein. Ich kann es nicht lesen ohne den Schlüssel. Aber... Okay, kann... Bible Page. Das wollte ich doch. Können wir das nicht... Das können wir nicht nutzen. Vielleicht finden wir den Schlüssel dann woanders. Okay, wir müssen erst in den Garten. Gartenschlüssel. Wahrscheinlich finden wir die Lösung hier. In dieser Kiste. Aber der Schlüssel ist wahrscheinlich versteckt da bei diesen Dosen. Okay, gehen wir mal in den Garten. Das Gemeine bei diesem Grafik-Adventure, es wirkt alles so still und wie gemalt. Aber dadurch, dass es ja interaktiv ist, kann halt jederzeit irgendwo irgendwas erscheinen. Hinter der Ecke. Könnte passieren. Könnte passieren. Und das macht's eigentlich, also zumindest für mich, macht's das so... Ja, macht das halt so ein ungutes Gefühl die ganze Zeit. Okay. Dann versuchen wir es mal mit dem Gartenschlüssel. Hä? Alles klar. Ah, Möhren. Ein toter Hase. Liegt schon für eine Weile hier. Eine Möhre! Okay, okay, okay. Pass auf. Dann gehen wir jetzt zu dem Schäfchen. So, mal gucken, wo das Schäfchen war. Ich glaube, hinter der Brücke. Ich weiß nicht, ob wir mit ihr jetzt reden können, dass der Doktor tot ist. Si vous voyez repartir, okay, da können wir nichts machen. So, Schäfchen. Guck mal, ich habe eine Möhrchen für dich. Und jetzt können wir nämlich mit der Schere... Okay. Alles klar, genieß deine Möhre.
Ein kleines Stück Wolle, das bereit ist, gesponnen zu werden. Das müssen wir in dem Haus tun. Da können wir einen Faden rausspinnen. Mit dem Faden können wir uns wahrscheinlich eine Angel bauen. Mit der Angel können wir das holen, was da bei dem Doktor in dem Versteck ist. Die Wolle wurde entfernt von deinem Inventar und wir haben einen Faden, ungefähr 10 Zoll lang. Und den können wir jetzt kombinieren mit dem Haken und haben eine kleine Angel. Cool. Es ist schon fast so einfach. Nee, aber es muss auch gar nicht so schwer sein. Man will ja auch wissen, wie die Geschichte weitergeht. Ich zumindest für meinen Fall. Wieso werden hier Leute ermordet und wieso verschwinden sie oder werden abgeholt? Und wer sind die Flüsterer? Dummerweise kann ich mich nicht mehr an The Whisperer erinnern. Aber es... Da war eine Ratte. Spielt auf jeden Fall in Amerika. So. Gibt es französische Kolonien in Amerika? Der Schlüssel zu Dr. LeBlancs Kiste. Alles klar. Dann schauen wir mal, ob wir die aufkriegen. Ah ja, eine geheimnisvolle Nachricht. Bibelseite combine mit use. Können wir auch nichts mit anfangen. Inspect. Können wir damit nichts anfangen? Ich dachte, das ist für das Cypher. B, C, D, E, F, G, H. J-K-L-M-N-O-P-Q-R-S-T-U-V. Das scheint dann noch nicht die ganze Wahrheit zu sein. Ist doch nichts mehr hier drin. Brief, Kerze. Können wir vielleicht combine mit dem... was? Mit Licht. Okay. Wir mussten es tatsächlich mit Licht machen. Dann wurde das mit Zaubertinte geschrieben hier. Dann können wir das jetzt entschlüsseln hier. So, use. Jetzt können wir es lesen. 7. Oktober 1894. Robertin La Liberté. Anzeichen der Schwangerschaft. Ungefähr im dritten Monat. Sie ignoriert es. Es sieht, als ob sie unter Schock steht. Sie hat mich quasi darum gebeten, ihr eine Abtreibung zu geben. Ich habe es abgelehnt.
Ich hoffe, sie wird wieder zu Verstand kommen. Möge Gott über sie wachen. Okay, das Journal haben wir in unser... Da war doch was. Ein Geräusch. Journal haben wir in unser Inventar aufgenommen. Wir müssen es der Mutter sagen. Sie war schwanger, möglicherweise von diesem Typen, von diesem Händler. Möglicherweise vielleicht aber auch von ihrem Freund, aber wenn sie eine Abtreibung will, gehe ich eher von dem Händler aus und dass es eine Vergewaltigung war. Was auch der Grund war, warum er sie heiraten wollte. Da hat einer geschrien. Oh mein Gott. War vielleicht der Händler. Ich gucke erstmal bei der Mutter vorbei. Aber sollen wir es ihr sagen? Aber sie sagt ja, sie wollte alles wissen. Si vous voyez repartir, dites-lui juste de revenir à la maison. Okay, also. Aber vielleicht können wir mit dem... Wer hat denn hier geschrien? Vielleicht der Händler. Es war ein männlicher Schrei, wie es klang. Ich habe das Flüstern gehört. Game saved. Wieder die Büffel. Ja, es ist Amerika. Ich weiß, die Amerikaner, also die nicht die die quasi nach Amerika damals gekommen sind, haben die Büffel gejagt, um die Ureinwohner quasi abzuschneiden. Ist weg. Von ihrer Nahrungsquelle und sie abhängig zu machen von den Amerikanern. Seine Tür ist auf. Oh mein Gott. Wie konnte er noch schreien, wenn er sich erhangen hat? Ein Schlüssel. Der Schlüssel zur Hütte auf der Rückseite des Gemischtwarenladens. Mr. Prudhomme, du wirst dein Geld nicht hier finden. Das ist der Zettel, den ich ihr gebracht habe. Den ich ihm gebracht habe. Was ist denn das für ein Schatten hier? Meine arme Robertine, bevor ich gehe, muss ich gestehen. Es ist wahr, dass ich einige Gerüchte über dich verstreut habe. Als es herauskam, dass sie tatsächlich wahr sind, muss ich mich entschuldigen. Ich war kein Gentleman. Im Gegenzug hätte ich auch gerne deine Entschuldigung. Wenn du mich nicht abgelehnt hättest, dann hätten wir diese Tragödie vermeiden können. Wie auch immer du es gemocht hast oder nicht, du warst meine. Deine Sturheit hat uns alle, hat uns alles gekostet. Manchmal frage ich mich selbst, warum eine Hure wie du es verdient gehabt hätte, meinen Namen zu tragen. Vielleicht war es sogar besser, so wie es ist. Joseph Prudhomme. Oha. Und das ist ihr Brief? Eine Zeichnung. Vielleicht von Mr. Prudhomme. Da gibt es ein X darauf.
Das X markiert den Schatz. Okay. Da liegt noch Manschettenknöpfe und ein Kreuz. Oh Mann, ey. Das ist doch nur ein Grafik-Adventure. Warum finde ich das gerade irgendwie gruselig? Okay. Sonst gibt es hier nichts. Aber wir haben Schlüssel zur Hütte. Okay. Hinter dem General Store. Ach, hier ist die Katze. Ach gut, du lebst noch. Ach, mein kleiner Bishop. Wenigstens wurde dir nichts getan. Ich würde dir gerne was zu essen geben, aber naja, hier ist ja Brot. Okay, zur Hütte hinter dem General Store. Wie kommen wir denn da hin? Wie auch immer. Ich muss leider wieder eine Aufnahmepause machen. Ich denke mal, die Hütte hinter dem General Store, die suchen wir dann ich beim nächsten Mal und ihr jetzt sofort. Hey, das ist ja super für euch. Ihr müsst gar nicht warten. So, da bin ich schon wieder. Mensch, das ging schnell. Und jetzt sollen wir scheinbar hinter dieser Hütte soll es einen Schuppen geben. Hinter dieser Hütte gibt es einen Schuppen. Aber wie kommen wir da hin? Ah, hier. Ach, der Schuppen. Ja doch, ich war doch schon in dem Schuppen. Ich erinnere mich. Aber was finden wir in diesem Schuppen? Kartoffeln. Auf jeden Fall ist es mittlerweile schon wieder Tag. Ach, eine Schaufel. Eine Metallschaufel. Sie ist stark genug, um damit in die Erde zu graben. Was für eine... Oh, jetzt sag nicht, wir müssen ein Grab ausgraben. Mehr gibt's hier nicht. War da noch was hinter dem... Ich glaube, das sind Regentropfen. Ich dachte, da wäre noch was hinter gewesen. Okay, wir haben eine Schaufel. Wir haben eine Zeichnung. Ach, wir müssen was ausgraben. Natürlich. Aber wo soll das sein? Da ist ein großer Stein. Klar, wir haben das bekommen. Ein Holz... Ist das ein Holzstumpf? Und zwei große Tannen? Vielleicht da irgendwo? Hier ist das irgendwo. Was ist da hinten? Da leuchtet was. Oh mein Gott, ich komme mir so ein bisschen verfolgt gerade vor. Hier scheint was zu sein, oder? Use? Die Erde wurde von deinem Inventar entfernt und die Zeichnung. Eine Kiste. Und da ist nur ein Zettel drin. Mein allerliebster André. Schon wieder ist mein letzter Brief nicht beantwortet worden. Du bist vor 2 Jahren gegangen. Seitdem haben sich viele Sachen verändert. Ich habe eine schreckliche Tat begangen. Die schlimmste aller Sünden. Ich glaube nicht, dass ich noch länger sie verheimlichen kann. Der Flüsterer ruft mich. Ich brauche dich nun so wie niemals zuvor. Komm zurück zu Saint-Monique-des-Monts und bring mich mit dir zurück. Ich flehe dich an, André. Es ist eine Frage, es geht um Leben und Tod. Wenn wir weit weg sind von diesem Dorf, werde ich dir alles erklären. Lass uns an unserem üblichen Platz treffen. Ich werde dort auf dich warten unter der Birke. Deine Robertine. Okay. Liebesbrief wurde in dein Inventar hinzugefügt. Ach, das war dieser Händler, der hier die Scheiße, ne? Der hat sich ja erhangen und der hat ja ihre Briefe geklaut und hat sie hier scheinbar versteckt. Liebesbriefe. Geschrieben von Robertine de Liberté und an einen Mann gesendet oder adressiert, der André Bedarheit aus Montreal. Sie wurden niemals ausgeliefert. Er hat alle Briefe geklaut.
Ja klar, weil er eifersüchtig war. Okay, also damit können wir jetzt sicherlich zur Frau gehen. Zur Mutter, weil sie wollte ja wissen... Seit wann sind da Hühner? Oh fuck, ich höre die Flüsterer. Ey, das ist so creepy. Das ist so übelst. Ja, die Hühner waren wahrscheinlich im Hühnerstall. Ne? Ich sag, das ist Hühnerstall. Und jetzt sind die da. Ist auch kein Teich, sondern eher so eine Grube. Okay, alles klar. Mal sehen, ob die Mutter noch da ist. Sie ist noch da. Die Briefe wurden von deinem Inventar entfernt. Mon Dieu, toutes ces lettres de Robertine, ils ont jamais été livrées. Il était tot pour André. Mein Gott, all diese Briefe von Robertine. Sie wurden also niemals ausgeliefert? Sie waren eigentlich alle für André bestimmt. André, c'était le forgeron d'à côté. Robertine puis lui, était bien, bien proche. Mais c'était un courrouilleux. Je l'ai surpris, moi, une fois avec la femme de l'aubergiste. J'ai jamais eu le cœur de dire ça à Robertine. André war der Schmied von nebenan. Robertine und er standen sich immer sehr nah, aber er war ein Frauenheld. Ich habe ihn dabei erwischt, wie er was mit der Frau des Kneipenbesitzers hatte. Ich hatte niemals das Herz und den Mut, es Robertine zu sagen. Il y a deux ans, André a quitté le village pour l'avoir vu. Il a laissé Robertine dans un gros trouble. Les mois d'après ont été effrayants pour lui. Mir fällt gerade ein, Montreal, das ist ja Kanada, das ist ja gar nicht Frankreich oder sowas, weil ich dachte Dollar und bla bla bla. Und ich meine, der erste Film, das erste Spiel spielte auch in Amerika, dachte ich, aber wahrscheinlich ist es Kanada. Na gut, ist ja auch Amerika, Nordamerika halt, ne? Aber halt nicht USA. Wir sagen, wenn wir Amerika sagen, hast du ja eigentlich immer USA im Kopf, aber eigentlich gibt es ja Nordamerika, Südamerika, ne? Bla bla bla, du weißt schon. Also... Vor 2 Jahren hat André das Dorf verlassen, um in die große Stadt zu gehen. Er hat Robertine verlassen und hat ihr quasi, ja, indisposed. Ja, ganz überraschend quasi oder ohne ihr was zu sagen. Die folgenden Monate waren schrecklich für sie. Mais elle a jamais cessé d'y écrire. Du moins c'est ce qu'elle pensait. La pauvre. Aber sie hat niemals aufgehört, ihm zu schreiben. Zumindest war es das, was sie glaubte, das arme Mädchen. Dans bien des lettres, elle dit qu'elle l'attend sous un boulot. Elle croyait peut-être qu'elle allait revenir à Sainte-Monique-des-Monts pour la ramener avec lui à Montréal. Verschiedene Briefe erwähnen, dass sie auf ihn wartet unter einem Birkenbaum. Vielleicht dachte sie, er kommt zurück zu Sainte-Monique-des-Monts und nimmt sie mit nach Montreal mit. Je pense savoir c'est où exactement. Ich glaube, ich weiß, wo dieser Ort ist. L'autre côté de la rivière, il y a un grand boulot. C'est là qu'ils se rencontraient. Moi, je dis que c'est là qu'elle doit être. Auf der anderen Seite des Flusses gibt es einen großen Birkenbaum. Es war ihr Treffplatz. Sie muss da sein. Pour traverser la rivière, prenez cette clé-là. Elle va ouvrir la porte du moulin qui appartenait à mon mari. Ah, okay. Um den Fluss zu überqueren, nimm diesen Schlüssel mit. Er wird die Tür zur Wassermühle öffnen, die meinem Ehemann gehörte. Allez-y, mon père, puis ramenez-moi ma fille. Auf geht's, Vater. Geh los und bring mir meine Tochter zurück. Okay, der Schlüssel zur Wassermühle des Dorfes. Da weiß ich auch, wo das ist. Das ist die Wassermühle. Aber eigentlich... Nee, warte mal, da hinten muss die irgendwo sein. Aber eigentlich... Nee, das ist sie doch gar nicht. Wo ist die Wassermühle? Ah, ist da die Angelhaken oder war die weiter hinten? Wo war das denn? Oh, ich glaube, das war weiter hinten. Hier runter. Wo war denn die Wasser... Hier war die Wassermühle. Das ist die Wassermühle. Alles klar. Gut.
Schlüssel wurde von deinem Inventar entfernt. Und ich entferne etwas Tee aus meiner Tasse. Heute keine Cola, heute Tee. Okay, Spiel gespeichert. Gucken wir uns mal ein bisschen um. Scheinbar eine Sägemühle, wie es scheint, weil hier so viel Holz liegt. Da ist noch ein Schleifstein, vielleicht können wir irgendwas schärfen. Hier sind Sägeblätter, ja, es muss eine Sägemühle sein. Wir gehen mal in die Richtung. Ah, Holz, guck mal. Feuerholz, schon gespalten und bereit, benutzt zu werden. Dann können wir auf jeden Fall ein Feuer anzünden in einer Kneipe. Was auch immer wir damit machen können. So, wir müssen ja erstmal zur alten Birke. Hier rüber. Was? Nur für das Feuerholz sind wir jetzt da durch. Irgendwie ein bisschen schade, dass man sich da nicht weiter umsehen kann. Okay, die brauchen wir nicht mehr. Ach so, hä? Ging es da nicht irgendwie runter? Whatever. Okay, Birke, 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 Birke. Noch mehr Feuerholz. Ja, hier müssen wir uns gut umgucken. Nicht, dass da irgendwas ist, was wir übersehen haben. Da geht's dann noch weiter runter. Okay. Oh! Schätze, das ist die alte Birke. Das sieht so aus. Boah, der Nebel, wo? Hoffen wir, dass nichts in diesem Nebel sich befindet. An den Toren der Hölle werde ich froh sein, dass ich weiß, dass du mit deinem Vater im Himmel bist. Vergib mir, René. Robertins Selbstmordnachricht wurde in dein Inventar hinzugefügt. Und das ist ein Rasiermesser. Aber wo ist sie denn? Wo bin ich denn hergekommen? Ach, das ist Blutspur. Ein blutiger Eimer, das sieht aus wie eine Höhle. Aber warum gibt es hier keine Leiche? Aber die eine Leiche ist ja auch verschwunden. Ich überlege jetzt gerade, bin ich von hier gekommen? Nee, ich bin von da gekommen. Habe ich irgendwas zum Mitnehmen? Oh, das ist natürlich schlimm, wenn ich der Mutter sagen muss, dass sie sich... dass sie nicht mehr lebt. Gehen wir mal hier lang. Altes Haus. Ein abgebranntes Dorf, wie es scheint. Oh nein. Der Körper eines Mannes. Ein Balken hat seinen Schädel zerrissen.
zerquetscht. Schlüssel eines Jägers. Ja. Das ist natürlich nicht so erfreulich. Aber wir haben den Schlüssel zu einer Jägerhütte. Warte mal, wo sind wir denn? Oh, warte mal, das kommt mir bekannt vor gerade. Ich glaube... Ja, natürlich, da hinten ist das... Wo kommst du denn her? Wie geil ist das denn? Das ist aus diesem... aus The Whisperer. Das ist aus The Whisperer. Das ist eine andere Hütte. Warte mal. Die Krähe bewacht ihr Nest. Ist ein glänzendes Objekt darin enthalten. Wir müssen die Krähe also irgendwie weglocken. Okay. Ja, das ist aus dem ersten Teil, verdammte Scheiße. Ich erkenne es wieder, aber wie hängt das denn zusammen? Wir müssen da irgendwie hin, aber wo bin ich hergekommen? Ah, hier war diese Hütte. Okay. Dann rechts rum. Dann können wir da noch hoch. Okay, verstehe. Irgendwas, was wir hier noch... finden können. Ich denke, ich muss zur Jägerhütte. Hier vielleicht weitergehen. Da war doch auch so eine Höhle oder so. Ich bin mir ziemlich sicher. Das sieht sturdy aus. Nur der Elch, der im Wald röhrt. Oh, sturdy. Sturdy, sturdy, dirty. Was heißt das? Sturdy. Robust. Stabil. Jetzt genau das Gegenteil. Ich meine, hier wäre eine Höhle gewesen. Gott, ich weiß das nicht mehr. Also wir haben... ein Schlüssel zu einer Jagdhütte. Aber welche Jagdhütte, verdammt? Müssen wir mal hier gucken. Nicht noch einen zweiten Weg? Da ist die Birke. Oder war hier die Höhle? Oh, ich glaube, warte mal, vielleicht müssen wir auch zurück. Ich glaube, wir müssen zurück. Die Jagdhütte im Dorf vielleicht. Jagdhütte. Ich gehe mal nochmal zurück ins Dorf, weil ich meine da, diese rote Hütte ist vielleicht eine Jagdhütte. Stand, obwohl Jagdhütte stand da nicht. Hütte des Jägers, ne? Müssen wir nochmal gucken.
Die Ladezeiten sind auf jeden Fall der Hammer. So, lass mal eben gucken. Die hätte ich zum Beispiel vermutet. Könnte das die Jagdhütte sein? Das ist sie schon mal nicht. Da ist noch eine, die zu ist. Was haben wir noch für eine Hütte? Hier ist nur die Kirche. Die da vielleicht. Da waren wir, glaube ich, drin. Genau, das könnte die Jagdhütte sein. Die Hütte des Jägers. Okay. Das ist die Jagdhütte. Also war die Hütte doch im Dorf. The Hunter's Key. Na, mal sehen. Game saved. Vielleicht gibt es hier Werkzeug oder so. Eine, was ist das? Empty Sprayer. Insektizid Sprayer. Ist leer. Vielleicht können wir die mit irgendwas füllen. Um den Raben zu verjagen. Hier ist noch ein Brief. Lieber Leonidas. Deine Geschichte ist sehr seltsam. Das ist nicht das erste Mal, dass ich von einem Vogel gehört habe, der sich so verhält. Krähen sind sehr territorial. Falls eine sich dich angreift, dann ist vermutlich das Nest von ihr in der Nähe. Ich habe einen Trick, um ja, sie loszuwerden. Koche eine Zwiebel in Saucepan. Pack die Mixtur in eine Sprühpumpe. Besprüh den Vogel damit. Und ich schätze, dass sie dich danach in Ruhe lassen wird. Dein Freund Adrian. Okay. Da sind Gurken, aber wo bekomme ich eine Zwiebel her? Können ja mal gucken. Also wo ich das Feuer machen muss, weiß ich auf jeden Fall. Aber Zwiebeln? Zwiebeln? Würde ich jetzt sagen, im Gemischtwarenladen. Vielleicht können wir sie jetzt erst aufnehmen. Könnte auch sein. Ansonsten in irgendeinem Garten wäre eine Möglichkeit. Nee, warte mal, das war die Kneipe. Nee, war das jetzt die Kneipe oder der Gemischtwarenladen? Das ist die Kneipe, da war der Ofen. Richtig? Ich weiß es nicht mehr. Aber da muss definitiv der Ofen sein, hier hinten. Das sind leider Kartoffeln und keine Zwiebeln. Da wurde der Keller für die Zeitung. Wir haben nämlich Holz und wir haben... Wir haben Papier. Wir haben Holz. Wir haben Streichhölzer. Okay. Das kocht. Ich weiß jetzt nicht, ob ich die einfach... Ich brauche eine Zwiebel. Ich brauche eine Zwiebel. Die gibt es aber vermutlich im Gemischtwarenladen, würde ich jetzt mal sagen. Oder sie wächst irgendwo. Oder sie wächst irgendwo. Aber ich fange mal im Gemischtwarenladen an. Das wäre jetzt so mein... meine erste Idee, wo ich eine Zwiebel herkriegen könnte.
Da hatten wir, war noch ein Garten irgendwo. Okay. Ich sehe Gurken. Ich sehe Brot. Ich sehe die Katze. Noch mehr Brot. Körner, Milch, Brot. Keine Zwiebel. Ich brauche eine Zwiebel. Ich brauche eine Zwiebel. Das ist ja blöd. Ah, eine Zwiebel. Gibt's doch bei dir, du. Hast die Zwiebeln hier oben versteckt, du. Du alter Rumhänger. So, den lassen wir natürlich auch da hängen. Wir haben Wichtiges zu tun. Wir müssen eine Zwiebel aufkochen. Habe ich mich damals nicht richtig umgeschaut da in diesem Haus, ne? Aber zumindest ist es soweit logisch, dass man die Zwiebel in einem Gemischtwarenladen findet. Das könnte jetzt auch irgendwo im Garten gewesen sein oder sie hätte auch random irgendwo rumliegen können in der Natur. Wer weiß. Wie auch immer. So kriegen wir auf jeden Fall den Raben da weg. Jetzt nur ein kleiner Gehweg wieder. Wie cool, dass hier jetzt sogar bei dem Feuer das Licht an ist. Blalalalala. Okay, dann, das reicht hoffentlich. Okay. Gefüllt mit Pestilential Liquid. So, die Zwiebel lasse ich so ein bisschen vor sich her köcheln noch, ne? Und jetzt gehen wir wieder zurück zum Raben, um ihn zu verscheuchen. Auch wenn das so überhaupt nicht mein Ding ist, das arme Tier von seinem Nest weg zu vertreiben. Wir müssen es machen, um an das glänzende Teil ranzukommen. Brauchen wir vielleicht noch ein Ei, wo wir schon mal hier sind. Aber die Dinger lagen ja auch überall da rum. So, hier glaube ich lang. Dann hier lang. Zack, zack. In VR kommt sowas bestimmt gut. Zumindest mit den Geräuschen. Da ist wieder ein Viech durch die Gegend gelaufen. Habt das gesehen? Ich würde mal gerne wissen, wie viel Zeit man aus dem Video schneiden könnte, wenn man alle Ladeszenen rausschneiden würde. Geht das Video wahrscheinlich nur noch eine Stunde. So. Ist so komisch, dass man hier rauskommt. Kann man hier irgendwas machen? Du bist hier. Du gehst hier einfach. Du kannst hier einfach nur den Weg lang gehen. Und dann muss er schon wieder laden? Ich verstehe es nicht. Warum hat man sowas gemacht? Okay, hier ist der Baum. Wir müssen nach links vom Baum. Immer weiter den Weg lang. Erste Hütte. Einmal rum um die Hütte. Und dann war das hier drin. So, mein Freund. Schmecke meine Zwiebel. Okay. Was haben wir hier? La Liberté Key. Der Schlüssel zum Familienhaus der La Libertés. Wer war das denn jetzt schon wieder? Warum liegt der hier drin? Was? Dieser André? André La Liberté? Also der... Warte mal, hier kam man nur zu diesem... Hier hin, ne? Ich schätze mal, wir müssen da ein Seil befestigen, um irgendwie diese Höhle freizumachen.
Da müssen wir bestimmt auch noch rein. Aber das Familienhaus der La Liberté ist das wahrscheinlich dieses große Rote, ne? Ein Schmied. Oh, ich kann noch mal mit der Mutter reden und sagen, dass ihre Tochter tot ist. Ich weiß nicht, ob das so gut ist. Aber, naja, sie hat dann zumindest Gewissheit, ne, wo ihre Tochter ist. Das können wir noch machen. Ich hoffe, ihr habt auch genug Tee dabei und nehmt bei jedem Ladescreen einen Schluck. Dann tun wir das gemeinsam. Oh no. Da sind wir schon wieder im Unabhängigkeitskrieg, wie es scheint. Aha. Im Kampf mit den Ureinwohnern. Und die Flüsterer flüstern uns zu. Das scheint die Verbindung zu diesem Whisperer zu sein. Gott, ich muss mir mein eigenes Video nochmal angucken. Ich weiß gar nicht mehr, worum es da ging. Hör ich eine Musik? So, ich schätze mal, das ist das Familienhaus, aber ich gehe jetzt erst nochmal zurück. Sie ist nicht mehr da. Wo ist sie hin? Falsche Haus. Es muss ein anderes sein. Oder ist das... Oder ist das? Oder war das sie? Das ist tatsächlich das, ja? Sie ist jetzt wahrscheinlich auch weg. Dann war es nicht ihr Freund, dann war das sie. Dann war das Robertine. Jemanden weinen hören. Was ist denn da? Ah, ein Crowbar. Alles klar, dann weiß ich, wo wir damit hin müssen. Da scheint auch irgendwas zu sein. Irgendwas zu klopfen. Hier ist nichts mehr. Abgeschlossen. Oh nein, sie hat sich vergiftet. Eine leere Flasche mit Arsen. Oha! Oha! Ein Brief. Meine wunderschöne Robertine. Ich verlasse dich mit dem Herz voll mit Reue. Wenn ich dich nicht dazu gezwungen hätte, René zu behalten und dir erlaubt hätte, dass du nach Quebec City gehst, wonach du mich gefragt hast, dann hätte nichts in dieser Welt jemals passiert. Du wärst eine junge Frau heute, die ihrer Zukunft voraus wäre und René würde niemals den Schmerz kennen. Es tut mir leid. Möge Gott mir vergeben. Und, ja, dafür sorgen, dass du lebst. Wir verdienen alle unsere Folter oder unsere Bestrafungen, aber nicht du. Verlass diese Stadt, vergiss uns und lebe. Ich liebe dich, meine Tochter. Deine Mom, Ophélie. Tja. Okay. Eine Kerosinlaterne. Können wir das vielleicht equippen hier?
viel besser. Okay, da hinten ist auf jeden Fall irgendwo was am Klopfen. Aber wir haben keinen Schlüssel für diese Tür. Könnte ein Hund sein. Aber wir haben ein Crowbar. Also ein Brecheisen. Damit kommen wir natürlich in diese Hütte, die vernagelt ist. Da gucken wir mal rein. Was anderes haben wir auch nicht. Also man bekommt zum Glück nicht allzu viele Dinge in die Hand gedrückt, die einen verwirren könnten und die das Spiel zu übersättigt machen. Es ist eher so, dass man halt ziemlich gut jetzt die Story verfolgen kann, was ich sehr schön finde. Alles klar. Das scheint ja irgendwie ein Hufschmied zu sein oder irgendwie sowas. Ich denke mal, dass wir hier drin was finden, um die Türen im Haus aufzumachen. Ja, ja, es ist ein Schmied. Ah, das war ja André, war ja der Sohn des Schmiedes. Dann ist das hier der, der abgehauen ist. Okay, zwei Schürzen, das heißt mindestens zwei Leute haben hier gelebt. Schleifstein wieder. Was haben wir hier? Da ist noch ein Eisen. Sehr viele Hufeisen. Hammer. Ein Seil. Werkzeug. Ein langes Seil. Es ist fest an den Balken gebunden. Es kann nicht abgemacht werden. Okay. Hier sind Gürtel oder sowas. Ich dachte, wir könnten hier irgendwie zu dem Werkzeug, aber da können wir gar nicht hin. Hier in den hinteren Bereich können wir noch finden wir hier was? Unterm Kissen? Ah. Robertine, wenn du diesen Brief liest, dann werde ich weg sein. Es war nicht meine Absicht, ohne dich zu gehen und ohne auf Wiedersehen zu sagen. Also es war nicht meine Absicht, ohne auf Wiedersehen zu sagen, zu gehen. Aber ich konnte mich selbst dazu nicht bringen. Ich gehe nach Montreal. Ein Vorarbeiter, glaube ich, heißt das, Foreman, in der Redpath-Refinerie schuldet meinem Onkel einen Gefallen. Ich habe einen Job, der auf mich wartet. Ich habe keine Zukunft in Saint-Monique-des-Monts. Nicht mal mit dir. du und ich, wir hatten Spaß, aber das war's auch. Was du von mir wolltest, war zu viel von mir. Ich bitte dich sehr und ich schicke dir meine besten Grüße. Ich hoffe, du wirst einen guten Mann finden. André Bédard. Okay. Aber hier muss es doch noch was geben. Das kann es doch nicht gewesen sein. Da können wir nur drunter gucken. Wie bekommen wir denn dieses Seil da weg? Abschneiden. Was haben wir denn noch? Die Streichhölzer, die Kerze, dieses Ding hier? Vielleicht gibt es ja doch noch mehr in der Kirche. Den Brief. Er wollte gar nichts von ihr, aber es war nur ein Spiel für ihn. Er hat nichts Ernstes im Sinn gehabt. Das ist alles so schrecklich. Und sie war so voller Liebeskummer und Trauer, dass sie es nicht ausgehalten hat. Aber was ist das alles hier? Können
könnte mir jetzt auch vorstellen, dass wir nochmal in der Kirche gucken könnten, aber... Wie kommen wir in dieses Haus? Da ist eine Leiter auf dem Dach. Wir müssen noch irgendwie in diesen Raum kommen und wir brauchen noch hier den Hebel. Ach, das Schwein ist auch tot. Ich meine, das Schaf. Ach Mann, traurig. Wir brauchen noch hier den Hebel für dieses Ding. Die Kurbel. Die Kurbel brauchen wir noch. Es ist ja irgendwas in diesem Raum, aber er ist abgeschlossen. Vielleicht ist der Schlüssel doch noch hier irgendwo versteckt. Okay, man kann auf jeden Fall hier in diese Ecke. Warum kann man hier in diese Ecke? Ist denn hier ein Rohr innerhalb vom abgeschlossen? Tja, du hast keinen Schlüssel hier irgendwo. Ich habe keine Ahnung, wie es weitergehen soll. Es muss doch noch was in dem Haus des Schmiedes sein. Das Seil. Aber wie kriegen wir das Seil ab? Ich gehe jetzt erstmal nochmal zur Kirche. Vielleicht gibt es ja doch noch irgendwas hier, was ich übersehen habe oder so. Sieht tagsüber auf jeden Fall ganz anders aus hier. Irgendwas in den Bänken. Da ist nur die Bibel. Können wir das vielleicht kombinieren hier? Nee. Santos. Tja. Wir müssen noch irgendwie in dieses Haus kommen. Da ist hier auch so ein Ding weg. Vielleicht kommen wir seitlich an das Haus ran. Es muss doch eine Möglichkeit geben. Im Haus des Schmiedes. Also, ja gut, das Seil brauchen wir wahrscheinlich. Ich schätze mal, da war ja diese Höhle in diesem Jägerbereich, wo die Jäger waren, und da ist dieser feste Baumstamm, und ich könnte mir vorstellen,
dass man das Seil dafür braucht. Aber dazu brauchen wir erst was anderes, um das Seil irgendwie da abzukriegen. Also das ist es schon mal nicht. Irgendein Werkzeug, irgendwie was. Das Seil ist fest daran gebunden. Aber hier gibt es auch einfach nichts. Tja. Entweder ich habe irgendwo irgendwas übersehen oder wir müssen erst wieder irgendwo hingehen. Vielleicht gehe ich einfach nochmal zurück, dahin, wo der Hund war, ganz am Anfang. Ob wir da drin jetzt noch irgendwas finden. Und wir brauchen ja irgendwie noch einen Hebel, um in den Brunnen hochzufahren. Vielleicht doch noch was in der Jagdhütte, was ich übersehen habe. Das war hier. Ach, das war zum Angeln, ne? Dann in dieser Angelbereich. Ich gehe jetzt einmal bis nach vorne zum Haus und wenn mir dann kein Geistesblitz in den Kopf gekommen ist oder ich irgendwas anderes gesehen habe, dann werde ich wahrscheinlich mal nachgucken, ganz einfach, weil ich einfach wissen will, wie es weitergeht. Okay. Also nichts, was wir hier irgendwie gebrauchen können. Und dieser Brief mit dem Hinweis. Hat er denn irgendeinen anderen Brief? Warte mal, wir können noch mal inspekten. Kein Hinweis. Eine tragische Liebesgeschichte. Da unterm Bett gibt's auch nichts. Die Gurken können wir auch nicht mitnehmen. Wie enttäuschend. Also ich bin mir ziemlich sicher, dass wir das Seil noch brauchen. Wir können natürlich auch noch mal auf die... Hier sind die Hühner. Können wir mal gucken, ob es hier noch mal was gab. Aber ich glaube, das war ja nur das Haus, wo wir spinnen mussten. Aber tagsüber sieht es hier auch... Oh, okay. Ja, das sind Bratpfannen. Die kann ich auch nicht nehmen. Ich glaube, man hätte es dann auch schon eher nehmen können. Wäre, glaube ich, ein bisschen fies, wenn man es... erst nehmen kann, wenn man noch nicht da ist. Es muss also etwas sein, was ich auf jeden Fall übersehen habe, wie die Zwiebeln. Aber idealerweise brauchen wir noch einen Schlüssel. Beim Kneipen, bei dem Händler. Was rennst du denn hier rum, du Kuh? So, da ging's hinter das Ding. Kann man beim Garten gucken. Der tote Hase. Noch ein toter Hase. Alles tot hier. Hier wird es aber auch nichts mehr geben. Das haben wir ja schon rausgeholt. Hier ist auch dieses Gift.
Das Gift, was er nicht genommen hat. Hier ist noch diese Küche. Irgendwas in dieser Küche. Ach ja, es war ja der Arzt. Das Tagebuch hatten wir mitgenommen. Genau wie den Hinweis. Ich habe keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung, wie es weitergeht. Wo wir den Schlüssel finden. Deswegen werde ich jetzt mal nachgucken. Ja. Ich gehe nochmal einmal zur Straße und dann gucken wir nach. Also ich. Will einfach nur wissen, was der nächste Hinweis ist. Das kann nur was sein, was ich übersehen habe. Bevor ich jetzt hier 20 Minuten hin und her renne, bis ich dann irgendwann durch Zufall finde. Gucke ich lieber direkt nach. Ja, hier ist die Straße. Mehr gibt's hier nicht. Okay, ich guck da mal eben. Okay, ich weiß, wo wir lang müssen. Wir müssen noch mal ganz zurück zum Raben. Da habe ich tatsächlich etwas übersehen, nämlich ein Messer. Und damit können wir dann das Seil abschneiden. So wie ich es schon vermutet hatte. Das heißt, wir müssen jetzt noch ein paar Ladescreens über uns ergehen lassen, bis wir wieder dahin kommen. Das ist ja echt doof. Müsste so eine Art Schnellreisesystem geben. Das wäre nicht schlecht. Aber das rocken wir schon, nicht wahr? Hm. Was haben wir auch schon für eine Wahl? Jetzt habt ihr so weit schon geguckt von dem Video. Da müsst ihr jetzt noch weiter gucken. Ah. Mal gucken, ob ich es sehe. Ich weiß, wo es ist, aber mal gucken, ob es mir auffällt. Oder ob es eher schlecht zu sehen war. Ich würde jetzt nämlich sagen, ich hätte es gesehen, wenn es da gewesen wäre. Aber scheinbar habe ich es ja nicht gesehen. Und zwar müssen wir zurück bis zum Raben. Da geht es tatsächlich hier hin. Und da... Okay, ja, okay. Es ist schon sehr... sehr verdeckt in den Hintergrund. Ein Messer. Ein Häutungsmesser. Auch wenn es noch verdingst ist, verrostet ist, kann man, ist es noch ziemlich scharf. Okay. So, damit können wir das Seil und ich glaube, mit dem Seil können wir dann darunter in dieses Loch, in diese Höhle. Das heißt, du müsstest den ganzen Weg hin, den ganzen Weg zurück. Naja. Aber wie gesagt, wir schaffen das. Alles nur, weil du eine Sache übersehen hast. In einem weit entfernten Bereich. Oder ich habe die übersehen. Du musst halt alles nochmal machen. Na endlich. So. Zum Schmied geht es hier lang. Nur was werden wir in dieser Höhle finden? Die Wahrheit? Haben wir das Seil jetzt? Haben wir nicht. Okay. Ein langes, starkes Seil. Perfekt, um damit zu klettern. Na, wer hätte das gedacht? Alles klar. Das Messer wurde jetzt entfernt. Haben wir das noch? Oder ist es weg? Kann man es ausrüsten? Müssen wir noch kämpfen? Ich glaube nicht. Ich glaube, es ist kein Kampfspiel. Es ist ein reines Adventure. Aber ich gucke trotzdem mal rein. Okay, wir haben... Das Seil, die Laterne, die Kerze, alles klar. Dann, genau, wieder komplett zurück in den hinteren Bereich.
Wo war das denn? Ich glaube, wir mussten nochmal komplett an den Hütten vorbei, wo dann die Höhle war. Aber ich weiß, in The Whisperer, dass wir auch in diese Höhle mussten. Und da haben wir was gefunden. Das muss irgendwie zusammenhängen mit der Story. Aber wie gesagt, leider weiß ich sie nicht mehr. Ich weiß nur, dass es auch um Tod ging, um mysteriöse Sachen, auch um dieses Flüstern, was da einer gehört hatte. Ja, ihr habt ja das Glück, ihr könnt jetzt direkt gucken. Ich werde es auch verlinken am Ende des Videos. So, wir müssen hier einmal lang durch die Hütte und dann hier weiter geradeaus diesen Weg entlang bis zum Baumstumpf. Okay, das Kletterseil wurde entfernt. Na, ob das so gut ist, dass wir hier in diese Höhle klettern? Vielleicht finden wir den Pfarrer da oder so. Ah, hier liegen auf jeden Fall Skelette rum. Nicht nur Skelette. Oh mein Gott. Oh mein Gott, ja, es ist auf jeden Fall dieselbe Höhle. Es muss Robertine sein. Sie wurde quasi devourt, auseinandergerissen. Ach du Scheiße. Lebt vielleicht irgendein Monster hier? Schlüssel zu ihrem Zimmer. Ah, okay. Da sind noch Bilder und ein Brief. Meine liebste Robertine, wenn du diese Nachricht liest, werde ich fort sein. Meine Tante ist plötzlich krank geworden. Ah, er hat sie beschissen. Er hat ihr erst die Wahrheit geschrieben, hat es dann weggeschmissen und hat ihr diesen Brief geschrieben. Meine Tante ist plötzlich krank geworden. Der Doktor sagt, sie hat nicht mehr viel Zeit übrig. Also bin ich rüber nach Montreal. Ein Vorarbeiter in der Redpath Raffinerie schuldet meinem Onkel einen Gefallen. Ich habe dort einen Job, der auf mich wartet. Ich werde nicht nach Saint-Monique-des-Monts zurückkehren. Du und ich, das war einzigartig. Aber wenn das Leben uns trennt, dann ist es Gottes Wille und wir müssen es respektieren. Ich wünsche dir quasi, leb wohl. Und ich hoffe, du wirst einen guten Mann finden. Deine ewige Liebe, André Bédard. Der alte Lügner. Dieser verdammte Lügner. Okay, das ist... Hier sind wieder... Ja, das war irgendein Tier, was hier gehaust hat. Oh mein Gott, und wir kommen hier nicht weiter. Also es ist nur, um den Schlüssel zu ihrem Zimmer zu kriegen. Ich weiß, wir mussten in diese Höhle rein. Ich erinnere mich noch. Stellt sie auch keine Fragen, was hier so los ist, ne? Egal, klettern wir zurück und dann wieder zurück zum Dorf. Wir werden einfach von A nach B gejagt. Im roten Haus waren wir noch nicht. Das ist definitiv noch... komm, pack mal deine Laterne weg. Ich weiß, hier war alles voller Schnee und wir mussten irgendwie den Schnee mit einer Schaufel weggraben und sowas alles. Dann wurde sie wahrscheinlich dahin gezerrt. Da ist wahrscheinlich dann auch noch ein Eingang zur Höhle. Sie hat sich hier wahrscheinlich die Pulsadern aufgeschnitten. Oder was auch immer. Sehr düsteres Spiel. Sehr düster sowas. Verstehe einfach nicht, warum man hier diesen Abschnitt gemacht hat. Vielleicht werden wir es noch rausfinden. Vielleicht ist er noch für irgendwas gut, wer weiß. Eigentlich müsste ich zwischen jedem Ladezeiten mal einen Witz erzählen. Aber so viele Witze hat noch nicht mal ich auf Lager. Okay, also den Schlüssel zum Haus der Robertine.
Da waren schon wieder die Flüsterer. Das ist doch so krass, immer wenn wir ein bisschen weit... Oh nein. Was soll ich tun? Oh Gott, hoffentlich kommt ein Jumpscare. Das ist ein Fluch der Ureinwohner. So muss es sein. Ein Grab? Das waren diese Siedler damals. Das spielte ein bisschen eher. 1850 oder sowas. Das waren die Siedler. Wie konnte es so schnell Abend werden? Zieht ein Sturm auf? Robertins Zimmer. Sie hatte ein Baby. Was zum... Sie hatte kein Baby. Doch, sie hatte ein Baby, aber es... Die Presbyterie. Ich glaube, das ist das unten in der Kirche. Oder das Pfarrhaus? Ist das ein Pfarrhaus? Warum sind denn hier zwei Betten? Robertine. Du kannst Renés Existenz nicht für immer verstecken. Es gehen Gerüchte umher. Unsere Gemeinde wird's wissen. Wird von ihm wissen, früher oder später. Ist René ihr Kind? Hat sie ihr Kind hier versteckt? Und wenn die Wahrheit herauskommt, dann kann ich dich nicht mehr beschützen. Ich zweifle nicht dein Glauben in die Kirche an. Danke für deine Arbeit. Die Presbyterie ist immer in tadellosem Zustand und du verpasst nicht eine einzige Messe. Du verdienst eine zweite Chance. Deine Sünde ist zwar ernsthaft, aber sie kann nicht vergolten werden. Renés Ort, wo er hingehört, ist in einem Waisenhaus. Die Nonnen werden sich um ihn kümmern, bis er von einer guten katholischen Familie adoptiert wird. Du wirst dadurch die Möglichkeit haben, dein Leben wieder aufzunehmen und den rechten Pfad zu finden. Es wird besser, das wird besser für dich sein, für beide von euch. Bring mir René und ich werde mich um den Rest kümmern. Falls du zustimmst, wird das Dorf niemals über uneheliches Kind erfahren. Mit freundlichen Grüßen, dein Pastor. Emilion Leville. Also sie war dann doch, Robertine war dann doch von diesem Schmiedjungen schwanger und nicht von dem Händler, denke ich mal. Wie auch immer, sie hatte das Kind jetzt ausgetragen und hat es versteckt und das sind die Gerüchte. Die Gerüchte, die der Typ auf jeden Fall in die Welt gesetzt hat. Und der Pfarrer... Der Pfarrer wollte jetzt, dass sie das Kind zur Adoption freigibt. Aber diese Sünde, der uneheliche Geschlechtsverkehr inklusive Zeugung eines unehelichen Kindes, wird ihr niemals vergeben. Mein Gott, das ist gerade mal 100 Jahre her, ey, musst du mal vorstellen. Aber so war das damals. So, ich weiß jetzt nicht, was die... Ich denke mal, dass das Pfarrhaus damit gemeint ist. Und ich denke mal, das ist das Pfarrhaus, weil das halt noch erstmal so groß ist, weil das neben der Kirche ist. Ja, Presbyterie. Ja, ich glaube, das ist das Pfarrhaus. Ich habe keine Ahnung davon, aber ich denke, das habe ich mir so gedacht. Kommen der Sache auf jeden Fall näher. Ah, er hatte Zwiebeln im Haus. Sehr gut. Hier hätte ich auch Zwiebeln finden können.
Das ist also das Haus des Pfarrers. Und sie hat sich um das Haus des Pfarrers gekümmert. Hat er geputzt. Sieht alles gar nicht so verlassen aus. Als ob hier noch kürzlich einer gelebt hätte. Da geht's auf jeden Fall hoch. Ich gucke erstmal, was hier ist. Da gibt's auf jeden Fall ein Zahlenschloss. Oh, das ist ja cool. So kann man die Wärme des Ofens noch in diesem Raum mitbenutzen. Ein Brief. Ding, ding. Monsieur Villeneuve. Du bist geblendet, so wie ich es war. Falls diese Frau, die du aufhängen möchtest, eine Mörderin ist, so sind wir es auch. Es war nicht der Teufel, der ihre Hand geleitet hat, sondern wir. Excommunicate me if you please. Ja, rufe mich, falls es ihnen danach ist. Andernfalls wird dies bei Zeiten... Punkt, Punkt, Punkt. Hm. Okay, eine Frau, die zu Unrecht gehangen wurde? Tee ist fertig. Oh, die Bibelseite. Eine Seite fehlt. Die Bibelseite wurde von deinem Inventar entfernt. Ili suprise calerum et numera stellas. Sieh hoch in den Himmel und zähl die Sterne. Okay. Wird wahrscheinlich hierfür sein. Zähl die Sterne. Ich will den gerne runternehmen, den Kessel. Dann wahrscheinlich müssen wir unter das Dach. Sieh hoch in den Himmel und zähl die Sterne. Ist das eine Waschmaschine? Was rauscht hier? Bruder Levillier. Ein schreckliches Gerücht hat mein Ohr erreicht. Es sieht nicht so aus, dass... Es sieht anscheinend nicht nur so aus, dass einer unserer Gemeinde, in unserer Gemeinde ein Mörder ist. Sondern auch so, als würdest du sie beschützen. Hast du deinen Verstand verloren? Der Mord oder der Mörder, der mir beschrieben wurde, ist, aufschreiend. Es ist der Teufel, der ihre Hand geleitet hat. Die Hysterie, diese Hysterie verdient keine Absolution, sondern, ja, den Strang. Du bist ein Mann, der sich Jesus verschrieben hat. Ich bin bereit, deinen Fehler zu vergeben. Aber du musst sie ja melden. Du musst den Verantwortlichen melden, sodass sie vor Gericht gebracht werden kann. Falls du mir nicht zustimmst, dann werde ich sie selber kontaktieren. Und du wirst excommunicated. Ja, also er wird quasi aus dem Priesteramt enthoben werden. Fall nicht in die Verlockung, dieser Sünde zu schützen. Elsa Marie Villeneuve, Archbischof of Quebec. Ja, Erzbischof von Quebec. Sieh nach oben.
und zähl die Sterne. Vielleicht in der Kirche? Vielleicht auf einem Bild, warte mal. Da war noch ein Bild hier, aber da sind keine Sterne drauf. Vielleicht in der Kirche. Oder irgendwas draußen in der Hütte. Lade, lade, lade. Hier gibt's auch keine Sterne zu zählen. Ach, Bishop. Hier bist du jetzt. Ist das vielleicht ein Hinweis? Keine Ahnung, wo wir die Sterne zählen sollten. Aber ich guck mal in der Kirche. Stimmen, das ist ja echt übel. Ich sehe keine Sterne. Atsantos. Near the stairs. In der Nähe der Treppen. Da ist auf jeden Fall einer drin und betet, Alter. Okay, wo sollen wir? Sieh nach oben und zähl die Sterne. Keine Ahnung, welche Sterne ich zählen soll. Notes. Das muss was in dem Haus sein. Ich glaube nicht, dass wir allzu weit weggehen. Es kann nur das Haus oder die Kirche sein. Oder vielleicht auch Sterne auf dem Grab? Irgendwofür müssen ja diese Grabsteine sein. Delphine Proudhon.
ihr scheiß Flüsterer. Ist schon übel. Könnte das sein? Es muss was in dem Haus sein. Vielleicht bei der Uhr? Wo finde ich denn jetzt diese Seite? Haben wir das vielleicht mitgenommen? Tip against Crows. Farwell, Farwell. Letter from the Parish Priest. Ist hier nicht mehr. Ist ja doof. Es muss dreistellig sein. Ach, da, hier. Sieh nach oben und zähl die Sterne. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 1. Da ist auch noch einer. 2, 1, 4, 2, 1. Sag ich doch, es ist auf dem Bild, ey. Vier, zwei, eins. Nein? Eins, zwei, drei, vier. Eins, zwei, drei. Oder das könnte auch noch einer sein. Drei. Vier, drei, eins. Oder vier, eins, drei. 4, 3, 1 oder 4, 1, 3. Okay, wie viele Sterne sind es denn insgesamt? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kann natürlich auch 3, 2, 1 sein. Nur die obersten. Hä? Komm, so schwer kann das doch nicht sein. Sieh nach oben und zähl die Sterne. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben. Drei, zwei, eins. Oder vier, zwei, zwei, vier, zwei, zwei vielleicht. Könnte auch noch sein. 4, 2, 2. Das kann doch nicht sein. Was ist denn jetzt der Code? Gibt es mehrere Bilder? Hier sind keine Sterne. 7, 0. Ist oben auch noch ein Bild? Oben war auch noch ein Bild. Und zwar hier.
7. 1, 2, 3, 4. 704. Dann 704 vielleicht. Wenn man alle Bilder nimmt. 704. Oder 7 4 0 4 7. Sind das denn 7? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8, 0, 4. Alles klar. So, was haben wir hier Schönes? Honor de Balz, Charles Darwin, Guy de Maupin, Laurent Olivier, David, Charles Baudelaire, Victor Hugo. All diese Schriftsteller sind auf dem Index. Der Kryptaschlüssel. Verbotene Bücher. Okay, jetzt kommen wir aber endlich in den Keller der Kirche. Auch Krypta genannt. Scheinbar. Okay, ich bin ja so aufgeregt. Dann waren wir jetzt aber, glaube ich, auch in jedem Haus drin und überall. Hab ich noch Tee? Schon ganz kalt. Boah. Er betet. Ich höre dich. Caleb Gulx. Oh, er betet. Okay. Gucken, was es hier so gibt. Da ist der Priester. René. Das ist das Baby. René war das Baby. Ist das... Bist du das wirklich? Ich bin so tellement désolé, mon ami. Es tut mir leid, mein Freund. Ich verstehe, dass du hier bist wegen mir. Vous n'auriez jamais dû venir à Sainte-Monique-des-Monts. Ce village est à l'agonie, nous sommes damnés. Du hättest niemals nach Sainte-Monique-des-Monts kommen sollen. Diese Stadt ist quasi in Aufruhr. Wir sind verdammt. J'ai toujours suivi la parole de Dieu à la lettre. Je me suis assuré que mes paroissiens la suivent aussi. Ich habe immer den Worten von Gott gefolgt und ich bin sicher gegangen, dass meine Gemeinde sie auch befolgt hat. Wir sind niemals von der Heiligen Schrift abgewichen. Si j'avais su ce que je n'aurais jamais cru que l'on serait venu à ça. Wenn ich gewusst hätte, was sie, dann hätte ich niemals geglaubt, dass sie so weit gegangen wäre. Son enfant avait été conçu dans le péché, et Robertine ne pouvait pas l'élever seul. Un garçon a besoin d'un père. Ihr Kind wurde in Sünde gezeugt und Robertine hätte ihn nicht alleine aufziehen können. Ein Junge braucht einen Vater. Elle avait réussi à dissimuler sa grossesse au reste du village. Mais lorsque René est né, il devenait difficile de le cacher. Sie hat es geschafft. Sie hat es geschafft, ihre Schwangerschaft von dem Rest des Dorfes geheim zu halten. Aber als René geboren wurde, wurde es schwierig für ihn, sich zu verstecken. Und es fing an, dass sich die Gerüchte verbreitet haben. Er hat gesagt, seinen Enfant in eine Crèche zu geben.
c'était mieux pour lui et pour elle. C'était la volonté de Dieu. Mais elle ne voulait rien savoir. Ich habe ihr gesagt, sie soll das Kind in ein Waisenhaus geben. Es wäre das Beste für ihn und für sie. Es war Gottes Wille, aber sie wollte das nicht. Lorsqu'elle a su que le clergé allait lui forcer la main, elle a commis l'irréparable. Als sie rausbekam, dass quasi der Weg für sie entschieden wurde unter Zwang, dann hat sie etwas Irreparables begangen. Hat sie das Kind ermordet? C'est moi qui ai repêché le corps. C'était horrible. René était tout gonflé et blanc. Ich war derjenige, der den Körper aus dem Wasser gefischt hat. Es war schrecklich. René war aufgequollen und weiß. Sie hat ihr Kind ertränkt. Robertine aurait pu être pendu pour ce crime. Mais je l'ai protégé. Je suis le seul responsable de la mort de René. Robertine sollte gehängt werden für dieses Verbrechen, aber ich habe sie beschützt, also bin ich auch verantwortlich für Renés Tod. Les paroissiens ont vite appris la vérité, mais personne ne voulait en parler. Nous avions trop honte. Die Gemeinde hat bald die Wahrheit herausgefunden, aber keiner wollte darüber reden. Wir waren alle zu beschämt. Punkt, Punkt, Punkt. C'est après que cette créature a fait son apparition. Elle est venue du fond des bois. Elle nous guette jour et nuit. On l'appelle le Murmureur. Es war nachdem diese Kreatur erschienen ist. Sie kam tief aus den Wäldern. Es hat uns beobachtet, Tag und Nacht. Wir nennen es den Flüsterer. Il est ici pour nous châtier. Il nous murmure des choses affreuses. Il sait à propos de René. J'ignore comment, mais il sait tout. Es ist hier, um uns quasi, ja, uns zu foltern oder so. Justice. Seine Flüsterer sind schrecklich. Es flüstert uns schreckliche Dinge zu. Es weiß von René. Ich weiß nicht wie, aber es weiß alles. Il nous torture. Il le fera jusqu'à ce qu'on se donne la mort. Es foltert uns und es wird so weitermachen, so lange, bis wir uns selbst umbringen. Nous avons essayé de fuir, mais c'est impossible. Il ne nous laisse aucun répit. Nous ne pouvons qu'attendre. Wir haben versucht wegzulaufen, aber es ist nicht möglich. Lässt uns keine Möglichkeit, wir können nur warten. Vous avez entendu des murmures. Il est trop tard pour vous. Nous avons tous nos secrets. Le murmureur les connaît. Hast du seine Flüster gehört? Je vous envoyer cette lettre, je suis désolé. Hast du seine Flüster gehört? Dann ist es zu spät für dich. Wir haben alle unsere Geheimnisse. Der Flüsterer kennt sie. Ich hätte dir niemals diesen Brief schicken sollen. Es tut mir leid. Je suis le dernier survivant, n'est-ce pas? Ich bin der letzte Überlebende, oder etwa nicht? On me réveille. Je n'en ai plus pour longtemps. Mais avant, il me reste une chose à faire. Meine Zeit ist gekommen. Ich habe keine Zeit mehr, aber ich habe noch eine letzte Sache zu tun. Vous n'aurez qu'une opportunité pour fuir sa maudite démon. Ne la manquez pas. Du wirst nur eine einzige Chance haben, Saint-Monique de Mons zu verlassen. Verpass sie nicht. Une dernière chance. Eine letzte Sache. Prenez ceci. Je crois que vous comprendrez. Nimm das hier. Ich denke, du wirst es verstehen. Adieu, mon ami. Auf Wiedersehen, mein Freund. Okay. Das Ding für die Kurbel für den Brunnen. Fuyez ce village, dès que vous en aurez la chance. Moi, il me reste une dernière chose à faire. Flüchte aus diesem Dorf, solange du noch kannst, die Chance hast. Ich habe noch eine Sache zu tun.
Jésus. Ok. J'adore ton dernier soupir. Recevez bien dans la certitude. Der Pfarrer ist auch Ben, oder was? Oh, wir müssen gucken, was in diesem Brunnen drin ist. Also hat René das Kind umgebracht. Warum? Weil sie nicht... das hing alles zusammen. Die Gerüchte wurden ja eigentlich von dem Händler verbreitet, ne? Weil er in sie verliebt war. Und er hat aber geschrieben, er hat herausgefunden, dass die Gerüchte, also dass sie tatsächlich wahr sind. Er hat also die Gerüchte in die Welt gesetzt. Sie hat sich beschämt, hatte Angst und hat letztendlich das Kind umgebracht, scheinbar. Hat sie es vielleicht in diesem Brunnen ertränkt? Weil er hat gesagt, er hat es aus dem Wasser gefischt. Ein Spielzeug. Ein hölzernes Pferdespielzeug. Sieht aus, als ob es per Hand gemacht wurde. Das Spielzeug. Wurde im Eimer gelassen. Okay, jetzt gibt es ein Loading. Hat es vielleicht, wurde der Flüsterer vielleicht... Da ist das Baby. Ach, da sind ganz viele Leichen drin. Ach, wie schrecklich. Ein weiteres Opfer. Also so wie ich das verstehe, haben die da die Einwohner, die Ureinwohner gejagt und ermordet und in einem Massengrab verscharrt. Und dass das vielleicht der Fluch von diesem Ort ist, dass das diesen Flüsterer... Okay, was bleibt uns noch? Sollen wir fliehen? Aus dem Dorf. Das war wirklich der Flüsterer. Das war das Viech, das ist abgehauen. Es war da, um ihn zu holen. Und der hat alles angezündet, oder was? Warte, hätten wir uns entscheiden können, ob wir fliehen? Oder ob wir auch in die Kirche gehen? Nee. Oh, wir haben die Katze und den Hund mitgenommen. Wir sind doch gegangen. Doch geflüchtet aus diesem Haus. Geschrieben und designt bei Oliver Leclerc. Okay, das ist das Ende. Ja, nice. Hat mir sehr gut gefallen, auch wenn die Thematik natürlich sehr düster ist, aber halt passend zu der Zeit und auf jeden Fall... Oh, das Lied! Auf jeden Fall sehr spannend und letztendlich war man jetzt immer so ein bisschen
im Dunkeln gelassen? Gab es diesen Flüsterer wirklich? Oder wurden die nur von ihren Sünden oder von ihrem schlechten Gewissen heimgesucht? Aber irgendwas ist aus dieser brennenden Kirche geflohen und im Wald verschwunden. Kann natürlich sonst was gewesen sein. Ich weiß nicht mehr, wie das genau war mit der, mit dem The Whisperer. Mit diesem Kurzspiel. Oh, guck mal, Viz Games sind auch Unterstützer. Ist ja interessant. Auf jeden Fall kann ich nur sagen, super Spiel, hat mich super unterhalten. War super spannend. Und ich hoffe, ihr habt es auch so gesehen. Dann lasst gerne einen Daumen nach oben da. Und wenn ihr den Entwickler unterstützen wollt, kauft das Spiel, spielt es selber. Spielt mal The Whisperer. Das ist kostenlos. Das könnt ihr auch auf Steam runterladen, um vielleicht nochmal so einen Anreiz zu kriegen. Und ja, damit sage ich tschüss, vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Let's Play. Haut rein. Ciao.